Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Denn trotz aller Hilfe durch die Wissenschaft hängt ihre Aufklärung doch in hohem Maße von der mühevollen Kleinarbeit des Kriminalbeamten ab. Von seiner Erfahrung, seinem Instinkt, seiner Menschenkenntnis und nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit. Jeder dieser Gegenstände hat einmal eine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei gegen das Verbrechen führt. Alle hier ausgestellten Einbruchswerkzeuge, Gaunerrequisiten, Waffen und Mordinstrumente standen einmal im Mittelpunkt eines Verbrechens und haben zur Überführung der Täter beigetragen. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute berichten wir Ihnen die Geschichte dieser Zeitungsanzeige. Ihren Pass oder Personalausweis, bitte. Sie sind Däne? Ein echter Däne, wir haben nicht. Nur kein Prinz. Kann ich Ihre Fahrzeugpapiere sehen, bitte? Wieso fahren Sie Ihren Wagen mit deutschen Kennzeichen? Ich studiere in Deutschland. Wo? In München, an TH Maschinenbau. Und manchmal auch ein bisschen in Schwabing, Twist, Bossa Nova und so weiter. Ja, und wieso kommen Sie zu einer Karlsruher Autonummer? Weil ich den Wagen in Karlsruhe gekauft habe. Ich habe 2 Semester dort studiert. Und wie lange sind Sie denn schon in München? Ein halbes Jahr. Ja, dann hätten Sie das Kennzeichen aber doch längst umschreiben lassen müssen. Hat Ihnen das niemand gesagt? Nein, kein Mensch. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, will ich es tun. Wo mache ich das? In München oder geht das hier gleich bei Ihnen? Einen Moment bitte. Den Wagen bitte zur Seite. Dahin. Weshalb denn das? Das werden Sie dann schon erfahren. Machen Sie es nicht so spannend. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier ist Schlüssel, bitte. Na, 7 sind das. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, sagt der Delinquent im Namen auf dem elektrischen Stuhlplatz. Sie sind ein Spaßvogel, ja? Das hängt von den Umständen ab. Sie heißen Lars Alnur, geboren am 22. April 1941 in Tönder. Ja. Ja, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Weil ich nur 5 Kilometer von der deutschen Grenze zu Hause bin. Bei uns wird fast so viel Deutsch wie Dänisch gesprochen. Ihr Wagen, oder besser gesagt, der Wagen, um den es sich handelt, ist gestohlen, Herr Alnur. Was? Gestohlen? Das ist ein Witz. Wenn es kein Witz ist, dann ist es ein Irrtum. VW, Kennzeichen KA, PM 411. Ja, das ist meine Nummer. Eben. Hier liegt mein Kraftfahrzeugschein. Hier steht groß und breit Lars Alnur.
Was steht in meinem Pass ebenfalls, Lars Alnor? Ich kann nicht meinen eigenen Wagen gestohlen haben, aber wie stellen Sie sich das vor? Wir müssen uns an die amtlichen Fahndungslisten halten. Ich habe den größten Respekt vor amtlichen Listen. Besonders hier in Deutschland. Sind Sie das? Allerdings. Obwohl ich zugebe, dass mir das Bild ein bisschen schmeichelt. Es identifiziert Sie in keiner Weise. Die Person auf dem Bild trägt einen Bart und Sie sind glatt rasiert. Ja, neuerdings. Durch den täglichen Kampf um einen Platz im Hörsaal war ich einem Herzinfarkt nahe. Ich brauchte Erholung. Also fuhr ich nach Spanien. In Spanien ist es heiß. Also nahm ich ein großes Messer. Wupp, und der Bart war ab. Können Sie sich gut zu amüsieren? Ganz und gar nicht. Ich habe nur einen Wunsch, weiterzufahren. Es wird noch etwas dauern. Erst müssen wir die Sache aufklären. Heißt das, dass ich hier so lange warten muss? Allerdings. Das ist doch unmöglich. Bedauere. Der Wagen wird bei uns als gestohlen geführt. Wir sind verpflichtet, der Angelegenheit nachzugehen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Jetzt fällt mir die ganze Geschichte ein. Es ist meine Schuld. Oder genauer gesagt, die meines Freundes Harald. Ein unzuverlässiges, versoffenes Genie. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht früher draufgekommen bin. Passen Sie mal auf, es war so. Nicht lange vor meiner Abreise hatte ich einen Abend ausgiebig gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich mal rumgezogen bin, von einem Bums ins andere, bis ich mein Klassenziel erreicht hatte und genauso voll wie pleite war. Als ich endlich nach Hause fahren will, ist mein Wagen weg. Gestohlen, geklaut. Wollten Sie in Ihrem Zustand noch Auto fahren? Der Entscheidung wurde ich durch den Eingriff des Schicksals enthoben. Ein paar Freunde fanden mich weinend am Straßenrand. Ich klagte ihnen mein Leid und wir zogen alle zur nächsten Polizeiwache und erstatteten Anzeige. Als ich am nächsten Tag so gegen 3 Uhr nachmittags aufwachte, dämmerte mir, nüchtern bin ich erstaunlich logisch, dass ich mein Vehikel im Laufe der Nacht irgendwo stehen gelassen hatte und zu Fuß weitergezogen war. Geht Ihnen ein Licht auf, meine Herren? Ja, erzählen Sie weiter. Ich zermarterte mir das Gehirn, bis mir der Schweiß ausbrach. Dann wusste ich es. Hauptbahnhof, Goethestraße, da muss es gewesen sein. Dann haben Sie ihn wiedergefunden. Ja, er stand in der Schwanthaler Straße auf dem Parkplatz. Brav wie ein Engel, treu wie Gold und wartete auf mich. Am Abend vor meiner Abreise fiel mir plötzlich ein, dass es die Polizei vielleicht interessiert, dass ich meine Luxuslimousine wiedergefunden hatte. Genauer gesagt, dass sie gar nicht gestohlen war. Und? Ich bat meinen Freund Harald Frese, mir die Sache abzunehmen und bei der Polizei Bescheid zu sagen. Das hat er natürlich verschwitzt. Mit dem Resultat, dass meine Wagennummer in die Fahndungsliste gekommen ist und ich jetzt hier sitze. Ja, warum haben Sie uns diese Geschichte nicht gleich erzählt, Herr Alnor? Schlagen Sie mich tot. Sie ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, wir werden Ihre Angaben nachprüfen und wenn sie stimmen, ist ja alles in Ordnung. Heißt das, dass ich immer noch nicht weiterfahren kann? Allerdings. Das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Ausländer. Ich werde mich bei meinem Konsul beschweren. Darin wird Sie niemand hindern. Trotzdem muss ich Sie für vorläufig festgenommen erklären, Herr Alnor. Oder wie Sie sonst heißen mögen. Nicht mehr tun, als immer wieder den wahren Sachverhalt herunterleiern. Der Wagen gehört mir. Mühselig genug habe ich ihn abgestottert. Jeden Kotflügel, jede verrußte Zündkerze. Aber diese Leute an der Grenze sind ja nicht ansprechbar, keine Ohren und im Kopf nichts als Paragraphen. Sind Sie fertig? Noch lange nicht. Ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere! Wogegen? Gegen alles. Gegen die Behandlung, gegen die Verpflegung, gegen die Art, wie man mich nach München transportiert hat, vor allem dagegen, dass mir einfach kein Mensch glaubt. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Geschichte stimmt. Das sagen Sie mir erst jetzt? Bisher haben Sie mir wenig Gelegenheit gegeben, zu Wort zu kommen. Mann, jetzt wird mir besser. Ihr Freund Harald Frese ist vernommen worden. Er hatte tatsächlich vergessen, die Polizei davon zu verständigen, dass Ihr Wagen wiedergefunden wurde. Er gab auch zu, dass Sie ihn darum gebeten hatten. Ach nee, das rührt mich wohl zu Tränen, Inspektor. Hat eben doch einen guten Kern, der Junge. So, und jetzt nach Hause. Ein heißes Bad und dann ein Schweinebraten mit Sauerkraut. Davon habe ich in Spanien schon geträumt. Und Sie haben nichts dagegen, wenn ich es jetzt allein lasse, Inspektor? Doch. Wieso, jetzt, nachdem alles geklärt ist? Es ist noch nicht alles geklärt. Was denn nun noch? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie sich die Sachen an. Bitte sehr. Ist das Ihr Gepäck? Allerdings. Ist es komplett? Oder fehlt was? Sieht wie alles aus.
Was ist da drin? Eine Reisedecke. Noch was? Nein. Denken Sie mal nach. Was soll denn noch drin sein? Nichts. Was ist das? Kein Dunst. Ich frage, was das ist, Herr Alnor. Und ich sage, ich weiß es nicht. Sehe ich zum ersten Mal. Ein Klavier vermutlich. Schluss jetzt mit Ihren Witzen. Sie haben versucht, Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln. Rauschgift? Haben Sie Rauschgift gesagt? Allerdings. Sie sind wohl verrückt geworden. Ich verbiete mir Ihren Ton! Wollen Sie mir weismachen, Sie hätten das für Schnupftabak gehalten? Ein Kilo Marihuana ist das. Kiff, die typisch miserable Ware, wie man sie in Marokko bekommt. Aber noch gut genug, um hier eine Menge Geld daraus zu machen. Marokko, Kiff, Marihuana, ich werde wahnsinnig. So kommt die Jungfrau zum Kind. Endlich weiß ich Bescheid. Geben Sie sich keine Mühe, Alnor, die Sache ist schiefgegangen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Ein hirnverbrannter Schwachkopf. Das stimmt. Ich traue es mich kaum auszusprechen, aber dieses karierte Ding gehört mir überhaupt nicht. Was will ich sagen? Ich habe Sie doch vorhin ausdrücklich gefragt, ob die Sachen Ihnen gehören. Ingrid gehört, der schönen Ingrid. Und wer ist das, wenn man fragen darf? Meine Reisebegleiterin. Soviel mir bekannt ist, waren Sie allein im Wagen. War ich auch klar, weil das Lud in Innsbruck ausgestiegen ist. Das nenne ich Pech. Moment, mein Inspektor. Wie spät ist es jetzt? 20 nach zwei und Dienstag auch heute, stimmt's? Allerdings. Inspektor, in 40 Minuten. Können Sie diese junge Dame kennenlernen? Es liegt einzig und allein an Ihnen. Dann können Sie verhaften, hinrichten, viertern, was Sie wollen. Obwohl sie eine verdammt hübsche Person ist. Sie haben eine blühende Fantasie, junger Mann. Vielleicht, aber Ingrid ist echt so echt wie Sie und ich. Und heute gegen 3 Uhr nachmittags kommt sie höchstpersönlich zu mir in die Pension, um sich ihr hübsches Wolldeckchen abzuholen. Kommen Sie, wir dürfen sich verspäten. Ich glaube Ihnen kein Wort. Brauchen Sie auch nicht, ich bin Pragmatiker. Sie sollen nicht glauben, Sie sollen sehen. Na schön, wir fahren jetzt zu Ihnen in die Pension. Bravo! Nicht, weil ich dort Ihre Ingrid dann treffen werde, sondern weil ich mir Ihre Bude sowieso mal ansehen möchte. Das Einzige, worüber kein Zweifel besteht. Und warum kommen Sie da so reingeschlichen? Ohne ein Wort? Ich komme nicht reingeschlichen, Frau Zander. Wenn ich schleiche, würden Sie mich bestimmt nicht hören. War's schön in Spanien? Wo haben Sie denn Ihr Gepäck? Versetzt, Frau Zander. In einem spanischen Leihhaus versetzt. Ach. Das Auto auch. Alles versetzt. Und das Geld mit Ava Gardner, Frank Sinatra versoffen. Zu Fuß bin ich zurückgekommen. Und dieser freundliche Herr fand mich am Straßenrand und war so liebenswürdig, mich das letzte Stück mitzunehmen. Ja, dann möchte ich nicht länger stören. Entschuldigen Sie. Treten Sie ein in das Luxus-Apartment. 150 Mark verlangt Irene für dieses Loch und noch 20 Mark dafür, dass nicht geheizt ist. Nehmt zu den lebenden Studenten von den Verhungerten, bekommt ihr es nicht mehr. Was sehen Sie vor, Inspektor? Das Lotterbett Ludwig des 16. oder diesen Fauteuil aus dem Nachlass der Hohenzollern? Waren karge Menschen, die Preußenkönige. Karg, aber gerecht gegen jedermann. 3:10. Wie pünktlich die Dame ist, kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ich mir Marihuana abhole, für das ich bestenfalls 100 Mark bezahlt habe und 10.000 draus machen will, bin ich pünktlich. Sie vielleicht, aber Ingrid? Um uns die Zeit zu vertreiben, sollten wir ein kleines Spielchen spielen. Dritten abschlagen? Blinde Kuh? Was schlagen Sie vor? Ich will mal so tun, als ob Ihre Ingrid wirklich existiert. Und Sie dürfen Ihre Fantasie freien Lauf lassen und mir von ihr erzählen. Wie haben Sie sie kennengelernt? Hallo, warum reden Sie nicht?
Durch eine Annonce. Originell. Im Abendblatt. Wer hat annonciert, Sie oder die Dame? Ingrid, sie sucht einen Begleiter für eine Reise nach Spanien, einen motorisierten Reisebegleiter, um ganz genau zu sein. Und da Sie auch gerade die Absicht hatten, ein bisschen nach Spanien zu fahren... Ich lese ganz einfach leidenschaftlich gern Annoncen. Rüstige 85-Jährige sucht Partner für Freizeitgestaltung, Pudel entflogen, Kanarienvogel entlaufen, bis zum Trost für einsame Alte. Sie haben also die Annonce beantwortet. Ich lag hier auf dem Lotterbett und besah mir wehmütig die hübschen Bilder da und fror. Ich dachte, in Spanien ist es jetzt garantiert warm. Da wollte ich's wissen. Und haben sich hingesetzt und geschrieben. Hm? Wohin? An die Zeitung. Die Annonce war unter Chiffre. Das habe ich mir gedacht. Scharfsinnig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich die Chiffrenummer noch weiß, dann muss ich das zu meinem Bedauern verneinen, Herr Inspektor. Das habe ich mir auch gedacht. Für Nebensächlichkeiten haben Sie kein Gedächtnis. Da bin ich schon dahinter gekommen. Wahrscheinlich wissen Sie nicht mal mehr, wann die Annonce erschienen ist. Keine Ahnung. Vielleicht können wir es gemeinsam rekonstruieren. Wie lange waren Sie in Spanien? Ist Ihnen das zufällig noch gegenwärtig? 4 Wochen. Na also. Und kurz vor Antritt der Reise war die Annonce erschienen. Nur ein paar Tage vorher? Ja. War das nicht alles sehr überstürzt? Ich bin impulsiv und schnell von Entschluss. Und dass Sie mitten im Semester waren, hat Sie auch nicht gestört? Mein Impuls ist nicht semestergebunden. Na, dann blieb Ihnen keine Wahl, dann mussten Sie fahren. Wie ging es weiter? Sie beantworteten also die Annonce und bekamen dann vermutlich die Aufforderung, sich mit der Dame zu treffen. Genau so war es. Haben Sie den Brief noch? Wenn ich in der Bude auch noch meine Post aufheben würde, müsste ich auf dem Fensterbrett schlafen. Wo haben Sie Ihre Ingrid das erste Mal getroffen? In einem Lokal in Schwabing. Den Namen des Lokals haben Sie natürlich vergessen. Ein Pferdetrog, wenn's recht ist. Bravo! Und wie haben Sie die Dame erkannt? Sie saß an der Bar und hat eine rosa Nelke in der Hand. Das war keine romantische Anwandlung, sondern es war verabredete Zeichen. Wie sah sie aus? Überwältigend. Irrsinnig aufregend. Augen von Elizabeth Taylor, Zähne von Doris Day, Figur Brigitte Bardot. Irrsinnig sexy. In Wahrheit aber ist sie ein Eisberg. Das tut mir leid. Das wusste ich natürlich nicht, sonst hätte ich mich nie auf die Sache eingelassen. Glauben Sie mir oder glauben Sie nicht, Inspektor, aber ich sage Ihnen, ich kenne die Alhambra von Granada wie meine Westentasche. Ich kenne die Kathedrale von Barcelona, die Flamenco-Tänzer von Alicante, weiß was ich noch alles. Aber dieser Person bin ich in all der Zeit nicht einen Zentimeter näher gekommen. Ja, wäre ich bei der Jungfrau von Orion gelandet. Es war ein herber Schock für mein Selbstbewusstsein. Vieles davon nicht mehr zu merken. Angabe, nichts als Angabe. In Wahrheit stecke ich voller Komplexe. Wir wollen jetzt von Ihren Komplexen absehen und zu praktischen Dingen übergehen. Wie weit sind Sie auf Ihrer Reise nach Süden gekommen? Bis Algeciras. Das war das Südlichste. Wenn Sie schon mal da unten waren, warum haben Sie nicht einen Abstecher nach Gibraltar gemacht oder Marokko? Nach Ceuta zum Beispiel. Marokko interessiert mich nicht. Und Ihre Reisebegleiterin, ist die vielleicht nach Marokko gefahren? Ja, die war 2 Tage drüben. 3 Uhr durch, das wär's, gehen wir. Ich habe doch gesagt, dass Ingrid nicht die Seele der Pünktlichkeit ist. Na schön, geben wir noch eine Gnadenfrist. Ich habe sowieso noch ein paar Fragen an Sie. Wo hat Ihre charmante Begleiterin Sie angeblich verlassen? Mein Innsbruck. Ach stimmt, das sagten Sie ja schon. Und warum? Sie erinnerte sich, dass eine Schulfreundin von ihr dort verheiratet ist. Die wollte sie besuchen. Das ist ihr so plötzlich eingefallen? Ja, ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Sie nahm ihr Gepäck, das heißt, bis auf das verdammte karierte Ding und ging auf ihren hübschen Beinen davon. Wie heißt sie eigentlich? Mit vollem Namen, meine ich. Ingrid. Ingrid Horn. Wohnhaft? Hier, in München. Adresse? Weiß ich nicht. Sie fahren 4 Wochen mit einer Frau durch halb Europa und wissen nicht einmal, wo sie wohnt? Es gibt viel wichtigere Dinge, die ich von ihr nicht weiß, die mich viel brennender interessiert haben. Was versprechen Sie sich von Ihrer Taktik, Alnor? Taktik, Taktik! Ich kann Ihnen den Mund halten, wenn Ihnen das lieber ist. Sekretärin ist sie, das weiß ich zufällig genau. Sie sprechen ja wieder mit mir. Ich weiß sogar, wo sie arbeitet. In einem Immobilienmaklerbüro. In der Elisabethstraße. Nummer? 14a, erster Stock links. Name des Maklers? Baumann. Eine erstaunlich präzise Auskunft für Ihre Verhältnisse. Ich habe Ingrid dort einmal abgeholt. Und da Sie bekanntermaßen so ein phänomenales Gedächtnis haben, haben Sie sich Name, Adresse, Stockwerk und sogar die Flurseite unauslöschlich eingeprägt. Weil mein Zahnarzt, bei dem ich wochenlang in Behandlung war, im Stockwerk darüber wohnt. Was für ein glücklicher Zufall. So, und jetzt gehen wir. Wohin?
Herrn Baumann einen Besuch abstatten. Baumann? Ja, Elisabethstraße 14a, erster Stock links. Erinnern Sie sich. Kommen Sie. Die Herren möchten dich sprechen. Herr Baumann? Ja, bitte. Mein Name ist Burger, Kriminalpolizei. Mein Mitarbeiter Hertel und das ist Herr Allnor. Wir kennen uns ja. Sie wünschen. Aber nehmen Sie doch erst mal Platz. Danke. Wir wollen Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen über Fräulein Ingrid Horn stellen. Über wen bitte? Ingrid Horn. Entschuldigen Sie, aber ich kann mich im Augenblick nicht erinnern. Wer? Ihre Sekretärin. Meine Sekretärin? Oder frühere Sekretärin. Da muss irgendein Irrtum vorliegen. Ich kenne kein Fräulein Horn. Jetzt schlägt's aber 13. Ich stelle die Fragen. Herr Allner ist der Meinung, dass bei Ihnen ein Fräulein Horn beschäftigt ist. Oder war. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, nur meine Frau und ich. Ich beschäftige keine Sekretärin. Vielleicht eine Buchhalterin oder aushilfsweise. Bedauere. Ich werde verrückt. Hier an diesem Tisch hat sie gesessen. Hier an diesem Schreibtisch sitze ich. Das sehe ich, bin ich blind. Aber damals saß Ingrid hier. Vielleicht haben Sie sich in der Etage geirrt. Oder die Adresse verwechselt. Und Sie sind etwas später reingekommen. Da zur Tür sind Sie reingekommen und haben dort aus dem Aktenschrank was rausgeholt. Tut mir leid, also da muss wirklich... Ich weiß nicht was, da muss ein Irrtum vorliegen. Eins ist klar, hier wird gelogen. Der Ansicht bin ich auch. Sie können sich also nicht daran erinnern, dass ich in diesem Raum mit Fräulein Horn gesprochen habe? Nein, wirklich nicht. Ich kenne kein Fräulein Horn. Und meines Wissens sehe ich Sie heute zum ersten Mal. Danke, das genügt mir. Mir aber nicht! Halten Sie den Mund! Bringen Sie ihn runter, ich komme gleich nach. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Aber bitte, das macht doch nichts. Sie können sich Ihre Kundschaft ja nicht aussuchen. Tja, da haben Sie es besser. Und kann dabei auch reinfallen. Ich verstehe nur nicht, warum ausgerechnet wir... Vergessen Sie die Angelegenheit, Herr Baumann. Der Junge hat in seiner Bedrängnis versucht, eine erfundene Ausrede irgendwie zu untermauern. Es tut mir leid, dass Sie damit behelligt wurden. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr für Ihre Auskünfte. Am Freitag habe ich nur Freizeitgestaltung. Tennispartner, Musikliebhaber und einen einsamen weiblichen Bücherwurm. Versuchen wir mal den Donnerstag. Tja, den Donnerstag, bitte. Dankeschön. Den Donnerstag. Bekanntschaften männlich, Bekanntschaften weiblich. Wer würde einsame Dame Anfang 50, aber jünger aussehen? Nein, gesucht motorisierter Reisebegleiter. Ja, weiter. Von attraktiver junger Dame bei getrennter Kasse. Benzinbeteiligung. Reiseziel Spanien, bitte antworten Sie schnell. Und der SP 1407 an die Redaktion. Ja, das ist sie, das muss sie sein. Wie stand Allnor finanziell? Wissen Sie das, Frau Zander? Er bekam einen monatlichen Scheck aus Dänemark, aber der reichte nie. War er so niedrig? Oh, Herr Inspektor, wie soll man sowas beantworten? Beim einen da ist halt 10 Pfennig wie eine Mark und beim anderen ist eine Mark wie 10 Pfennig. Und wie war es bei Allnor? Ich würde sagen, dass ihm das Geld wie Wasser durch die Finger lief. Meine Mieter sind ja in erster Linie Studenten, Herr Inspektor. Und wenn ich dann nicht sofort kassiere, wenn die Miete von zu Hause kommt, dann habe ich Pech gehabt. Ich möchte nicht von Ihren anderen Mietern hören, Frau Zander, sondern von Allnor. Er ist seit 3 Monaten im Rückstand. Eigentlich hätte ich ihn schon längst rausschmeißen sollen. Aber er hat mir versprochen, wenn er von der Reise zurückkommt, wird er alles zahlen und mir noch sogar ein Geschenk mitbringen. Nichts als Schulden und eine Reise nach Spanien. Das sind die jungen Männer von heute. Hat er Freunde? Er brachte eigentlich selten jemand mit. An die einzelnen Gesichter kann ich mich wirklich nicht erinnern. Vor circa 6 Wochen muss an Ihrem Schalter ein ziemlich dickes Kuvert absehender Abendblatt abgeholt worden sein. Und zwar nicht unter dem Namen, sondern unter dem Kennwort Sonniges Spanien. Erinnern Sie sich daran? Ja, bei mir, das war bei mir. Wissen Sie das genau? Ganz genau. Fiel mir nämlich auf, weil ich im letzten Urlaub zufällig auch in Spanien war. Campingtour mit meiner Frau. Costa Brava rauf und runter. Sonniges Spanien, hat man gedacht. Bei mir hat es nämlich 4 Wochen lang geringt. Ihr verregneter Urlaub, tut mir leid. Aber dass Sie sich an den Brief erinnern, finde ich ausgezeichnet. Ja, ich bitte Sie, das ist ja schließlich mein Beruf, nicht? Seht's denn nicht? Die Leute sind so unvernünftig. Jetzt denken Sie bitte einmal scharf nach. Können Sie mir die Dame vielleicht noch beschreiben, die das Kuvert abgeholt hat? Dame? Das war keine Dame, das war ein Herr. Ein Mann. Ein Mann? Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher, denn ich wollte immer noch von meinem Wetterpech erzählen, aber der hat's eilig. Wie alt war denn der Mann? Jung, ziemlich jung. Gut, ich lasse ihn anrufen.
Passen Sie auf, Herr Renz. Gleich wird ein junger Mann hier hereingeführt. Sehen Sie ihn sich genau an und sagen Sie uns nachher, ob es derselbe ist, der den Postlager einen Brief abgeholt hat. Ja, ich will es versuchen. Ne? Gut, danke. Guten Morgen, Alnor. Gut geschlafen, gut gefrühstückt. Na nun, so schweigsam heute, nicht der übliche Redeschwall? Genügt ja, wenn einer redet. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, Sie wären krank. Führen Sie ihn in mein Büro, ich komme gleich nach. Na? Ich weiß nicht. Das beim besten Willen nicht. Das Alter stimmt, aber irgendwas... Ja, was? Naja, irgendwas im Gesicht fehlt irgendwas, ich weiß nicht. Ja, jetzt habe ich es. Der Bart. Der junge Mann, der den Brief abgeholt hat, der hat einen Bart getragen. Vielen Dank, Herr Renz. Mehr wollte ich gar nicht von Ihnen wissen. Bitte. Alnor, Sie haben doch mal einen Bart getragen. Ja, als Baby. Lassen Sie Ihre dummen Witze. Wann haben Sie ihn sich abgenommen? Ich bitte um Vergebung, wenn ich nicht um Erlaubnis eingekommen bin. Wo hätte ich Sie einholen müssen? Beim Justizminister oder beim Bundeskanzler persönlich? Antworten Sie auf meine Frage. Wann haben Sie sich den Bart abgenommen? In Spanien, wenn Sie unbedingt wissen wollen. Ingrids wegen. Ich dachte, das würde helfen. Aber daran lag es auch nicht. Warten Sie nebenan, Schmidt. Ich rufe Sie dann. Bis jetzt habe ich nur Lügen von Ihnen zu hören bekommen. Baumann ist der Lügner. Dem glauben Sie jedes Wort. Wir haben uns sehr ausführlich mit ihm befasst. Falls es Sie interessiert, kann ich Ihnen verraten, dass die Auskünfte über ihn sehr günstig sind. Ich werde Ihnen jetzt sagen, wie die Sache gelaufen ist. Als Sie geschnappt wurden, da haben Sie sich das Märchen mit diesem Fräulein Horn ausgedacht. Und als das wie eine Seifenblase zerplatzte, haben Sie versucht, es mit einer erfundenen Begegnung zu retten. Und da Sie wochenlang auf Ihrem Weg zum Zahnarzt das Schild des Immobilienmaklers Baumann gesehen haben, fiel Ihnen zufällig dieser Name ein. Wenn ich wusste, dass Ingrid nicht erscheint, warum hätte ich Sie denn so dringend gebeten, mit in die Pension zu kommen? Können Sie das erklären? Ja, auch das ist mir inzwischen klar geworden. Selbstverständlich haben Sie Hintermänner, die Ihnen die Ware abnehmen. Und diese Leute sollten Sie in meiner Begleitung sehen, damit Sie gewarnt wurden. Eine erstaunliche Kombination. Nur leider totaler Blödsinn. Wie wäre es, wenn Sie mal im Pferdedruck nach Ingrid fragen würden? Die war nicht zum ersten Mal dort. Der Barmix und Sie unterhielten sich wie alte Bekannte. Charlie nannte sie ihn, daran erinnere ich mich. Weil ich den Namen Charlie zum Kotzen finde. Aber zu dem Kerl passt er. Einer unserer Leute war im Pferdetrog. Keiner der Angestellten, auch nicht Ihr Freund Charlie, kennt ein Fräulein Ingrid Horn. Wie erklären Sie sich das? Aber die Annonce, die hat es gegeben, die muss da zu finden sein. Warum gehen Sie nicht in die Redaktion der Zeitung, überzeugen sich von der Existenz der Annonce? Gesucht motorisierter Reisebegleiter von attraktiver junger Dame bei getrennter Kasse und Benzinbeteiligung. Reiseziel Spanien. Bitte antworten Sie schnell unter SP 1407 an die Redaktion. Kommt Ihnen das bekannt vor? Natürlich, das ist sie. Dann ist doch alles klar. Nicht ganz. An die Annoncenredaktion des Abendblatts. Hiermit bitte ich Sie, in Ihrer Zeitung folgende Annonce zu veröffentlichen. Gesucht motorisierter Reisebegleiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ihre Rechnung wie auch die eingehenden Antwortbriefe bitte ich nicht an meine Privatwohnung zu senden, sondern postlagernd an das Postamt 34 unter dem Kennwort Sonnige Spanien. Mit bestem Dank für Ihre Bemühungen, hochachtungsvoll gezeichnet, Ingrid Horn, Baderstraße 189. Da haben Sie es doch schwarz auf weiß mit Adresse und allem. Was wollen Sie denn noch mehr? Die Hausnummern in der Baderstraße gehen nicht einmal bis 100. 189 existiert überhaupt gar nicht. Und dem Einwohnermeldeamt ist kein Fräulein Ingrid Horn bekannt. Aber das wundert mich nicht. Ich habe nie an die Existenz dieser Dame geglaubt. Und wer hat den Brief geschrieben? Sie. Was? Ja, Sie selbst haben die Annonce aufgegeben. Weil Sie hofften, sich dadurch ein Alibi zu verschaffen, falls etwas schiefgehen würde. Wie wollen Sie das beweisen? Haben Sie den Mann gesehen, mit dem ich mich vorhin nebenan unterhalten habe? Ja. Das war der Beamte, der im Postamt 34 die postlagernden Sendungen ausgibt. Er hat ausgesagt, dass ein dicker Brief des Abendblatts mit dem Kennwort Sonnige Spanien nicht von einer Frau, sondern von einem Mann abgeholt wurde. Und zwar von einem jungen Mann in ihrem Alter. Legen Sie ein Geständnis ab, Alnor. Ich habe Ihre Geschichte an allen Ecken und Enden nachgeprüft. Sie stimmt nicht. Warum sagen Sie nicht endlich die Wahrheit? Worauf warten Sie noch? Ich sage überhaupt kein Wort mehr. Alnor, ich halte Sie für keinen Schwerverbrecher. Ich glaube, dass Sie Geld brauchten und hofften, es auf schnelle und einfache Weise zu verdienen. Geben Sie es doch zu. Wir müssen wissen, wer Ihre Hintermänner sind. Wo haben Sie das Zeug her? Wie heißt der Mann in Ceuta? Ich war nie in Ceuta.
An wen wollten Sie die Ware liefern? Wann? Wo? Das sind alles Dinge, die wir unbedingt wissen müssen, von deren Bedeutung Sie keine Ahnung haben. Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Das ist Ihre letzte Chance. Alnor, ich habe hier im Rauschgiftdezernat Dinge gesehen, die grauenhaft sind. Ich erinnere mich an einen Mann, intelligent, erfolgreich, mit einer herrlichen Fünf-Zimmer-Wohnung. Als ich ihn abholte, stand nicht mehr ein Möbelstück darin. Er lag auf einer alten Matratze, hatte tagelang nichts gegessen. Alles versetzt, alles zum Teufel. Solange er zahlen konnte, kaufte er sich das Rauschgift. Aber als nichts mehr da war, begann er Rezepte zu fälschen, die er bei seinem Arzt gestohlen hatte. Ich könnte Ihnen viele solcher Geschichten erzählen, die alle auf dasselbe hinauslaufen. Meist sind es die Jungen, die in ihrem Unverstand Rauschgifte nehmen. Morphium, Opium, Kokain, Heroin, Marihuana und wie sie alle heißen. Das erste Mal fassen sie das als einen Scherz auf. Aber glauben Sie mir, Alnor, es ist kein Scherz. Denn es bleibt meist nicht bei dem einen Mal. Bis dann der Moment kommt, wo sie es nicht mehr lassen können. Und dann ist es passiert. Es sind schwache, erbarmungswürdige Geschöpfe, diese Süchtigen. Und sie tun mir aufrichtig leid. Aber die Leute, die daraus ein Geschäft machen, die mit dem Zeug handeln und aus der Sucht ihrer armen Opfer ein Vermögen schlagen, die verabscheue ich. Da kenne ich keine Gnade. Wollen Sie mir nicht endlich die Wahrheit sagen, Alnor? Wie Sie wollen. Sie waren nie in Ceuta, haben Sie gesagt? Allerdings. Wie kommt denn der marokkanische Stempel in Ihrem Pass? Puerto de Ceuta. Schmidt, führen Sie Alnor ab. Vielleicht ist der Kerl raffinierter, als wir glauben. Also? Wenn er mich in die Pension gelockt hat, um seine Leute zu warnen, dann hat er noch keine Garantie, ob ihm das gelungen ist. Wenn aber Baumann mit von der Partie ist... Hat Alnor mit der Szene im Büro alles erreicht, was er wollte? Genau. Wenn wir zurück sind, setzen Sie noch mal einen Mann auf Baumann an. Lassen Sie ihn Tag und Nacht beobachten. Mikkel? Ja. Und er muss so viel Unterstützung bekommen, wie er braucht. Kauerlineare Wechselstromschaltung, Miller-Wendekreis des Krebses, Winkler elektronische Analogieanlagen, Lolita. Ich möchte wissen, wie es in dem Gehirn aussieht. Gekraut und drüben vermutlich. Es ist nicht anders anzunehmen. Drei Rollkragenpullis, nicht ein einziges Hemd. Vielleicht besitzt eins und hat es aus Spanien mitgenommen. Unwahrscheinlich, so wie ich den einschätze. Danke. Na, wie sieht's aus? Erfolg auf der ganzen Linie. Sehen Sie sich das an. Marihuana. Scheint marokkanisches Zeug zu sein. Ganz ähnliche Ware wie in seinem Wagen. Wo haben Sie es gefunden? In diesem alten Schuh im Schrank. Aber das ist noch nicht alles. Hier, zwischen gewöhnlichen Glimmstängeln zwei Marihuanas. Prima gerollt, kaum zu unterscheiden. Das ist ja toll. Lag einfach auf dem Tisch. Mir nichts, dir nichts. Sind Sie hier fertig? Ja. Dann gehen wir. Gehen Sie schon mal runter, ich komme gleich nach. Wenn sich das rumspricht, dass die Polizei bei mir außen eingeht. Die Polizei ist nicht das Schlimmste. Frau Zander, seit der Alnor aus Spanien zurück ist, haben Sie da irgendwelche neuen Gäste in der Pension gehabt? Ja, schon. Würden Sie mir mal Ihren Anmeldeblock zeigen? Bitte. So viel ich sehen kann. Ja, stimmt. Eberhard Sattler aus Schweinfurt, ein Stammgast. Kam nachts um 12 direkt vom Bahnhof, blieb nur eine Nacht. Ich fragte, ob er ein Stammgast ist. Nein. Wieso kam er zu Ihnen? Jemand, der spät abends ankommt und früh morgens weiterfährt, übernachtet doch lieber in der Nähe des Bahnhofs und nicht in Schwabing. Ich hatte dem Zimmernachweis durchgegeben, dass ich noch ein Zimmer frei habe. Aha. Heinrich Henn aus Ingolstadt, wer ist das? Ja, den kenne ich, der wohnt jedes Mal bei mir, wenn er in München ist. Vertreter in Strickmoden, kommt immer mit seinen ganzen Musterkoffern, bleibt nie länger als eine Nacht. Welches Zimmer hatte er? Die 7, gegenüber von Herrn Alnor. Anna Alameddin, Staatsangehörigkeit Marokko. Ja, das ist eine hochinteressante Person, sehr begabte Malerin. Hat sie schon öfter bei Ihnen gewohnt? Nein. Wie ist sie zu Ihnen gekommen? Ich weiß es nicht. Ist sie wieder abgereist? Nein, ich glaube sogar, dass sie da ist. Ach, dann würde ich Sie gerne mal sprechen. Bitte. Was
Frau Alamedin? Ja, bitte. Frau Alamedin, Herr Brugger hätte gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Erst von der Polizei. Aha. Ja, bitte. Ich ersehe aus Ihrer Anmeldung, dass Sie Marokkanerin sind. Allerdings. Sie haben das Formular ein bisschen, gelinde gesagt, flüchtig ausgefüllt. Wirklich? Kein Geburtsdatum. Ja, die deutsche Polizei ist nicht sehr galant. Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen und diesbezüglich keine Fragen stellen. Aber auch der Wohnort ist nicht ausgefüllt. Ach, das muss ich übersehen haben. Ich lebe in Ceuta. Sind Sie von Ceuta direkt nach München hier in die Pension gekommen? Nein, ich habe 2 Nächte vorher bei meinen Freunden übernachtet. Warum sind Sie umgezogen? Ich wollte die Gastfreundschaft nicht länger beanspruchen. Darf ich den Namen und die Adresse Ihrer Freunde wissen? Das hat keinen Sinn, die sind gestern verreist. Trotzdem. Also bitte, die wohnen Hirschparkstraße 20 und heißen Haschisch. Haschisch? Nomen est Omen. Was soll das heißen? Nichts. Sie sprechen übrigens ungewöhnlich gut Deutsch. Ja, ich bin in Hamburg geboren. Und wieso sind Sie Marokkanerin? Durch Heirat, aber können Sie mir erklären, was diese vielen Fragen zu bedeuten haben? Das darf ich leider nicht. Weshalb sind Sie nach München gekommen? Ich bin Malerin, ich bemühe mich hier um eine Ausstellung. Haben Sie Ihre Bilder hier in der Pension? Nein, die kommen in ein paar Tagen. Ich selbst bin geflogen, aber die Bilder, die werden per Bahn geschickt. Nur noch eine einzige Frage. Wie sind Sie auf die Pension Zander gekommen? Wer hat Sie Ihnen empfohlen? Niemand. Ich bin die Straße entlang gegangen und dann habe ich das Schild gesehen. Genügt Ihnen das? Vollauf. Im Moment jedenfalls. Ich bedauere, dass ich Sie bemüht habe. Vielen Dank. Keine Ursache. Zwei Mark. Geben Sie mir eine Rechnung für die Steuer. Eine Rechnung für ein Bier? Ja. Bitte sehr. Datum nicht vergessen. Soll ich das zu den 2 Mark dazu rechnen? Und ein Autogramm. Mit Stempel sogar. Das ist das Einzige hier, was bei uns nichts kostet. Danke. Bitte. Ja, die Schrift auf der Rechnung ist ohne jeden Zweifel identisch mit der auf der Anmeldung des Herrn Eberhard Sattler aus Schweinfurt. Bist du sicher? Absolut. Zumal in beiden Fällen keinerlei Versuch gemacht worden ist, die Handschrift zu verstellen. Hier ist das Fernschreiben aus Schweinfurt. Es gibt mehrere Leute namens Sattler, doch nur keinen Eberhard. Das habe ich mir gedacht. Und wenn, wäre es reiner Zufall. Ja, da brauchst du mich also nicht mehr. Was? Nein, tausend Dank, Karl. Wiedersehen. Wiedersehen. So, und nun wollen wir uns unseren Freund Alnor vornehmen. Los, Hertel. Am besten, Sie gehen gleich selbst rüber und holen ihn ab. Leider nein. Also, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Ingrid war ein falscher 15. Eine Frau, die nicht hielt, was sie versprach. Zu meinem großen Kummer. Außerdem hatte sie etwas mit Rauschgift zu tun. Rauschgift? Ja, das wusste ich natürlich nicht. Ich dachte, sie wollte was mit mir zu tun haben. Da lag der grundlegende Irrtum. Und wie kam nun die Polizei hinter diese Sache? Die Polizei dachte, ich wäre der Schuldige. Die Polizei sei leider engstirnig und kleinlich. Sie wollen nicht, dass Menschen Rauschgift nehmen. Ich sah mich schon lebenslänglich bei Wassersuppe und gleichgeschlechtlicher Gesellschaft. Und wie sind Sie dann wieder freigekommen? Blumen gefällig. Haben Sie eine besonders schöne Rosa, Nelke? Gefällt Ihnen diese? Gefällt sie Ihnen? Sehr. Gut, dann dürfen Sie sie behalten. Erzählen Sie doch weiter. Ich bin eigentlich schon am Ende. Eines Tages holt man mich und sagt, ich könnte nach Hause gehen. Ich hätte nichts mit der Sache zu tun. Es wäre alles ein Irrtum gewesen. Frechheit. Wieso mit einem Mann? Der hat mich natürlich nicht ins Vertrauen gezogen. Ich weiß nur, dass meiner Warenbande auf der Spur ist. Heiß auf der Spur. Die wird geschnappt. Bald. Baldigst. Hoffentlich. Und jetzt schnell die Rechnung? Ja. Solange das Geld noch reicht. Na, werden wir sehen. Herr Oberzahn, bitte.
Ein Bier, zwei Mark. 19,40. Stimmt so. Okay. Wenn sich Ingrid wieder mal blicken lässt, bestellen Sie einen schönen Gruß. Alnor ist mein Name. Lars Alnor. Vielleicht erzählt sie Ihnen das Ende der Story. Hans! Andere Richtung. ISA 14 von 33, bitte kommen. Gibt's was Neues? Wir stehen jetzt vor Baumanns Haus, seit 10 Minuten etwa. Er ist direkt nach Hause gegangen. Richtig. Wenn sich irgendwas tut, bekomme ich Bescheid. Richtig. Ende. Ende. Zentrale von ISA 33, bitte kommen. ISA 33 von Zentrale, bitte kommen. Eine Funkstreife zum Pferdetrog soll so parken, dass sie vom Eingang aus nicht gesehen werden kann und weitere Instruktionen abwarten. Die Zentrale hat verstanden. Ende. Ende. ISA 5 von Zentrale, bitte kommen. Zentrale von ISA 5, bitte kommen. Ja, hier ist Hans. Was für ein Hans? Aus dem Pferdetrog. Moment bitte. Was ist los? Ich soll etwas ausrichten von Charlie. Was? Die Party ist abgeblasen. Abgeblasen? Naja, Sie wüssten schon Bescheid, sagt Charlie. Okay, verdufte. Kriminalpolizei, mit wem hast du gesprochen? Los, komm zu dir. Bei wem hast du geklingelt? Ingeborg Hornung. Geben Sie den anderen Bescheid, es kann losgehen. Lassen Sie auf alle Fälle noch einen Wagen kommen. So, mein Junge, und jetzt tust du genau das, was ich sage. Und wenn du nicht spurst, werde ich ungemütlich. Kapiert? Zentrale, von dieser 33, bitte kommen. Ja. Ich soll von Charlie noch was abgeben. Fällt dir das erst jetzt ein? Naja, Sie haben ja vorhin so schnell abgeschaltet. Ich konnte ja gar nichts mehr sagen. Ich habe einen Brief. Irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Was sollen wir machen? Jetzt ist er schon im Haus. Weil du auch so schnell auf den Knopf drücken musstest. Er wollte doch einen Brief abgeben. Blödsinn. Nimm die Jacke.
nicht die Mühe, Fräulein Hornung. Ihr Freund wird gleich wieder da sein. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Vorzustellen brauche ich wohl nicht, die Herrschaften kennen Sie ja. Geben Sie sich keine Mühe. Ich bin stumm wie ein Fisch, bis mein Rechtsanwalt hier ist. Muss ich erst auf Ihren Anwalt warten, um Ihren Namen zu erfahren, oder können Sie mir vielleicht jetzt schon verraten? Meinetwegen. Ich heiße Leblanc. Boris Leblanc. Boris Leblanc. Ein hübscher Name. Haben Sie sich den selbst ausgedacht? Und Sie wollen mir weismachen, Sie wussten nicht, was Sie verkaufen? Keine Ahnung hatte ich. Und Charlie gab mir die Zigaretten und ich verkaufte sie. Zu welchem Preis? Zu 6 Mark das Stück. 6 Mark das Stück. Und da glaubten Sie, es wären gewöhnliche Zigaretten? Na, eigentlich sollte ich an der Bar arbeiten. Aber in Wahrheit war ich ja der reinste Laufbursche. Also gut, ich will Ihnen glauben, dass Sie nichts davon gewusst haben. Hat Charlie Sie öfter zu der Hornung geschickt? Naja, da war ja immer irgendwas abzuholen. Was heißt irgendwas? Das weiß ich doch selbst nicht. Kleine Pakete waren's, was drin war. Puh. Wie klein? So, wie ein paar Zigarettenschachteln. Denken Sie nach, hat Charlie Sie auch mal zur Post geschickt? Zur Post? Ja, stimmt. Ein postlagernden Brief sollte ich für ihn abholen. Unter welchem Namen? Ein Name war es nicht. Irgendein Kennwort wie sonniges Spanien, so ähnlich. Die Party ist abgeblasen. Das musste Hans für Sie doch bei Leblanc ausrichten. Stimmt's? Ja, so ungefähr. Und was sollte das heißen? Was soll das schon heißen? Nur, dass die Party eben abgeblasen war. Was für eine Party? Das weiß ich doch selbst nicht. Ich bekam nur einen Anruf, ihm das sagen zu lassen. Ihr Leugnen ist völlig sinnlos. Ihr Boss hat längst gesungen. Boris? Derselbe. Wenn ich es mir recht überlege, steht es ziemlich schlecht für Ihre Frau und Sie. Er hat Ihnen beiden alles in die Schuhe geschoben. Das sieht ihm ähnlich. Wenn ich ein Geständnis ablege, werden Sie dann wenigstens meine Frau laufen lassen? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ein Geständnis könnte natürlich nützen. Ich musste die dreckige Arbeit machen und Boris kassierte. Baumann macht das, Baumann macht das. So hieß es in einem Fort. Baumann schafft das Zeug zu Charlie. Baumann sieht den Kerl an, mit dem Inge nach Spanien fahren soll. Zuerst habe ich Kosmetik gelernt. Dann habe ich einen Mannequin-Kurs mitgemacht und dann lernte ich meinen Verlobten kennen. Und da gaben Sie vermutlich die Arbeit auf? Ganz im Gegenteil, ich habe für meinen Verlobten gearbeitet. Darf ich fragen, in welcher Branche? Als Blumenverkäuferin. Wie romantisch. Aber Sie haben nicht nur Blumen verkauft. Ich weiß nicht, wie ich diese Frage verstehen soll. Bei Ihrer Nachfolgerin haben wir eine ganze Menge Marihuana-Zigaretten gefunden. Bei mir aber nie. Nein, bei Ihnen nicht. Sie waren vorsichtig, das muss man Ihnen lassen. Sie wollten ja das Zeug nicht mal selbst über die Grenze bringen. Ja? Störe ich? Kommen Sie rein, Alnor. Aha. Das schöne Fräulein Horn. Das ist die Kurzfassung. In Wahrheit heißt sie Hornung. Ingeborg Hornung. Sie können sich übrigens gleich von ihr verabschieden. Sie wird einige Zeit, na sagen wir mal, nicht zu erreichen sein. Die habe ich das Ganze zu verdanken. Du. Granada, Barcelona, Alicante. Ach, lass mich in Ruhe. Darum unterbrechen zu müssen. Schmidt! Weil ein Hornung ist müde, bringen Sie sie zu Bett. Kann ich das nicht besorgen? Diese Gelegenheit haben Sie verpasst. Tut mir ewig leid. Was suchen Sie eigentlich hier? Haben Sie sich schon so an uns gewöhnt, dass Sie gar nicht mehr nach Hause wollen? Ich habe eine Bitte an Sie. Eher kann ich kein Auge zutun. Die wäre?
Wie sind Sie so plötzlich dahinter gekommen, dass ich mit der Sache nichts zu tun hatte? Ich wusste doch ganz genau, wie schlecht es um mich stand. Besonders nach meiner idiotischen Lüge, nicht in Marokko gewesen zu sein. Das ist eigentlich Berufsgeheimnis. Machen Sie eine Ausnahme. Na schön. Bei der Durchsuchung Ihres Zimmers wurde ein Beutel Marihuana gefunden. Was? Und zwei Marihuana-Zigaretten, und zwar in dieser Schachtel. Die gehört mir gar nicht. Ich weiß, die gehört mir. Ich hatte sie versehentlich liegen lassen, als ich das erste Mal bei Ihnen in der Pension war. Und bei der Haussuchung lagen plötzlich diese beiden Marihuana-Zigaretten darin. Man wollte sie damit zur Strecke bringen, aber einen besseren Beweis für ihre Unschuld gab es gar nicht. Tja, aber wie sind die Zigaretten in mein Zimmer gekommen? Charlie, auf Befehl des Chefs natürlich. Er hatte sich unter falschem Namen für eine Nacht bei Frau Zander eingemietet. Als ich seine Anmeldung mit einer seiner Rechnungen aus der Bar verglich, war mir alles klar. Und dank der Rolle, die Sie so glänzend im Pferdetrog gespielt haben, gab Charlie sofort Alarm, genau wie ich es erhofft hatte. Das haben Sie wirklich erstklassig gemacht, Alnor. Vielen Dank. Und wenn es mit meinem Studium schief geht, dann gehe ich zur Kriminalpolizei. Sind die auch in Ordnung? Bei Ihnen muss man aufpassen. Am besten, man überzeugt sich immer selbst. Geben Sie Acht, Herr Brugger, ich habe prima Beziehung zum Rauschgift jetzt an der... Sagen Sie mir erst jetzt? Bisher haben Sie mir wenig Gelegenheit gegeben, zu Wort zu kommen. Mann, jetzt wird mir besser. Ihr Freund, Harald Frese, ist vernommen worden. Er hatte tatsächlich vergessen, die Polizei davon zu verständigen, dass Ihr Wagen wiedergefunden wurde. Er gab auch zu, dass Sie ihn darum gebeten hatten. Ach nee, das rührt mich aber zu Tränen, Inspektor. Hat eben doch einen guten Kern, der Junge. So, und jetzt nach Hause. Ein heißes Bad und dann ein Schweinebraten mit Sauerkraut. Davon habe ich in Spanien schon geträumt. Und Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt allein lasse, Inspektor. Doch. Wieso, jetzt, nachdem alles geklärt ist? Es ist noch nicht alles geklärt. Was denn nun noch? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie sich die Sachen an. Bitte sehr. Ist das Ihr Gepäck? Allerdings. Ist es komplett? Oder fehlt was? Sieht wie alles aus. Was ist da drin? Eine Reisedecke. Noch was? Nein. Denken Sie mal nach. Was soll denn noch drin sein? Nichts. Was ist das? Kein Dunst. Ich frage, was das ist, Herr Alnor. Und ich sage, ich weiß es nicht. Sehe ich zum ersten Mal. Ein Klavier vermutlich. Schluss jetzt mit Ihren Witzen. Sie haben versucht, Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln. Rauschgift? Haben Sie Rauschgift gesagt? Allerdings. Sie sind wohl verrückt geworden, Inspektor. Ich verbitte mir Ihren Ton! Nicht. Wollen Sie mir weismachen, Sie hätten das für Schnupftabak gehalten? Ein Kilo Marihuana ist das. Kiff, die typisch miserable Ware, wie man sie in Marokko bekommt. Aber noch gut genug, um hier eine Menge Geld daraus zu machen. Marokko, Kiff, Marihuana, ich werde wahnsinnig. So kommt die Jungfrau zum Kind. Endlich weiß ich Bescheid. Geben Sie sich keine Mühe, Alnor, die Sache ist schiefgegangen. Ich bin ein Idiot. Trotte. Mein Hirn verbrannter Schwachkopf. Das stimmt. Ich trau's mich kaum auszusprechen, aber dieses karierte Ding gehört mir überhaupt nicht. Was Sie nicht sagen. Ich habe Sie doch vorhin ausdrücklich gefragt, ob die Sachen Ihnen gehören.
Ingrid gehört, der schönen Ingrid. Und wer ist das, wenn man fragen darf? Meine Reisebegleiterin. Soviel mir bekannt ist, waren Sie allein im Wagen. War ich auch klar, weil das Blut in Innsbruck ausgeschickt. Ihnen mein Leid und wir zogen alle zur nächsten Polizeiwache und erstatteten Anzeigen. Als ich am nächsten Tag so gegen 3 Uhr nachmittags aufwachte, dämmerte mir, nüchtern bin ich erstaunlich logisch, dass ich mein Vehikel im Laufe der Nacht irgendwo stehen gelassen hatte und zu Fuß weitergezogen war. Geht Ihnen ein Licht auf, meine Herren? Ja, erzählen Sie weiter. Ich zermarterte mir das Gehirn, bis mir der Schweiß ausbrach. Dann wusste ich es. Hauptbahnhof, Goethestraße, da muss es gewesen sein. Und dann haben Sie ihn wiedergefunden? Ja, er stand in der Schwanthaler Straße auf dem Parkplatz. Brav wie ein Engel, treu wie Gold und wartete auf mich. Mhm. Am Abend vor meiner Abreise fiel mir plötzlich ein, dass es die Polizei vielleicht interessiert, dass ich meine Luxuslimousine wiedergefunden hatte. Genauer gesagt, dass sie gar nicht gestohlen war. Und? Ich bat meinen Freund Harald Frese, mir die Sache abzunehmen und bei der Polizei Bescheid zu sagen. Das hat er natürlich verschwitzt. Mit dem Resultat, dass meine Wagennummer in die Fahndungsliste gekommen ist und ich jetzt hier sitze. Ja, warum haben Sie uns diese Geschichte nicht gleich erzählt, Herr Alnor? Schlagen Sie mich tot. Sie ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, wir werden Ihre Angaben nachprüfen und wenn sie stimmen, ist ja alles in Ordnung. Heißt das, dass ich immer noch nicht weiterfahren kann? Allerdings. Das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Ausländer. Ich werde mich bei meinem Konsul beschweren. Darin wird Sie niemand hindern. Trotzdem muss ich Sie für vorläufig festgenommen erklären, Herr Alnor. Oder wie Sie sonst heißen mögen. Mehr tun, als immer wieder den wahren Sachverhalt herunterleiern. Der Wagen gehört mir. Mühselig genug habe ich ihn abgestottert. Jeden Kotflügel, jede verrußte Zündkerze. Aber diese Leute an der Grenze sind ja nicht ansprechbar, keine Ohren und im Kopf nichts als Paragraphen. Sind Sie fertig? Noch lange nicht. Ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere. Wogegen? Gegen alles. Gegen die Behandlung, gegen die Verpflegung, gegen die Art, wie man mich nach München transportiert hat, vor allem dagegen, dass mir einfach kein Mensch glaubt. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Geschichte stimmt. Ja, das hängt von den Umständen ab. Sie heißen Lars Alnor, geboren am 22. April 1941 in Tönder. Ja. Ja, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Weil ich nur 5 Kilometer von der deutschen Grenze zu Hause bin. Bei uns wird fast so viel Deutsch wie Dänisch gesprochen. Ihr Wagen, oder besser gesagt, der Wagen, um den es sich handelt, ist gestohlen, Herr Alnor. Was? Gestohlen? Das ist ein Witz. Wenn es kein Witz ist, dann ist es ein Irrtum. VW, Kennzeichen KA, PM 411. Ja, das ist meine Nummer. Eben. Hier liegt mein Kraftfahrzeugschein. Hier steht groß und breit Lars Alnor. Was steht hier in meinem Pass? Ebenfalls Lars Alnor. Ich kann nicht meinen eigenen Wagen gestohlen haben, aber wie stellen Sie sich das vor? Wir müssen uns auf die amtlichen Fahndungslisten halten. Ich habe den größten Respekt vor amtlichen Listen. Besonders hier in Deutschland. Sind Sie das? Allerdings. Obwohl ich zugebe, dass mir das Bild ein bisschen schmeichelt. Es identifiziert Sie in keiner Weise. Die Person auf dem Bild trägt einen Bart und Sie sind glatt rasiert. Ja, neuerdings. Durch den täglichen Kampf um einen Platz im Hörsaal war ich einem Herzinfarkt nahe. Ich brauchte Erholung. Also fuhr ich nach Spanien. In Spanien ist es heiß. Also nahm ich ein großes Messer. Wupp, und der Bart war ab. Können Sie sich gut zu amüsieren? Ganz und gar nicht. Ich habe nur einen Wunsch. Weiterzufahren. Es wird noch etwas dauern. Erst müssen wir die Sache aufklären. Heißt das, dass ich hier so lange warten muss? Allerdings. Das ist doch unmöglich. Bedauere. Der Wagen wird bei uns als gestohlen geführt. Wir sind verpflichtet, der Angelegenheit nachzugehen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Jetzt fällt mir die ganze Geschichte ein. Es ist meine Schuld. Oder genauer gesagt, die meines Freundes Harald, ein unzuverlässiges, versoffenes Genie. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Passen Sie mal auf, es war so. Nicht lange vor meiner Abreise hatte ich einen Abend ausgiebig gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich mal rumgezogen bin, von einem Bums ins andere. Bis ich mein Klassenziel erreicht hatte und genauso voll wie pleite war. Als ich endlich nach Hause fahren will, ist mein Wagen weg. Gestohlen, geklaut. Wollten Sie in Ihrem Zustand noch Auto fahren? Der Entscheidung wurde ich durch den Eingriff des Schicksals enthoben. Ein paar Freunde fanden mich weinend am Straßenrand. Ich klagte. Sie sind Däne? Ein echter Däne. Wir haben nicht. Nur kein Prinz. Kann ich Ihre Fahrzeugpapiere sehen, bitte?
Wieso fahren Sie Ihren Wagen mit deutschen Kennzeichen? Ich studiere in Deutschland. Wo? In München, an TH Maschinenbau. Und manchmal auch ein bisschen in Schwabing, Twist, Bossa Nova und so weiter. Ja, und wieso kommen Sie zu einer Karlsruher Autonummer? Weil ich den Wagen in Karlsruhe gekauft habe. Ich habe 2 Semester dort studiert. Und wie lange sind Sie denn schon in München? Ein halbes Jahr. Ja, dann hätten Sie das Kennzeichen aber doch längst umschreiben lassen müssen. Hat Ihnen das niemand gesagt? Nein, kein Mensch. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, würde ich es tun. Wo mache ich das? In München oder geht das hier gleich bei Ihnen? Einen Moment bitte. Lass den Wagen bitte zur Seite. Dahin. Weshalb denn das? Das werden Sie dann schon erfahren. Machen Sie es nicht so spannend. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier den Schlüssel, bitte. Na, Sitten sind das. Bitte. Sagt der Delinquent im Namen auf dem elektrischen Stuhlplatz. Sie sind ein Spaßvogel. Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Denn trotz aller Hilfe durch die Wissenschaft hängt ihre Aufklärung doch in hohem Maße von der mühevollen Kleinarbeit des Kriminalbeamten ab, von seiner Erfahrung, seinem Instinkt, seiner Menschenkenntnis und nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit. Jeder dieser Gegenstände hat einmal eine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei gegen das Verbrechen führt. Alle hier ausgestellten Einbruchswerkzeuge, Gaunerrequisiten, Waffen und Mordinstrumente standen einmal im Mittelpunkt eines Verbrechens und haben zur Überführung der Täter beigetragen. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute berichten wir Ihnen die Geschichte dieser Zeitungsanzeige. Ihren Pass oder Personalausweis, bitte. Ich kann nicht mehr tun, als immer wieder den wahren Sachverhalt herunterleiern. Der Wagen gehört mir. Mühselig genug habe ich ihn abgestottert. Jeden Kotflügel, jede verrußte Zündkerze. Aber diese Leute an der Grenze sind ja nicht ansprechbar. Keine Ohren und im Kopf nichts als Paragraphen. Sind Sie fertig? Noch lange nicht. Ich protestiere.
Wogegen? Gegen alles. Gegen die Behandlung, gegen die Verpflegung, gegen die Art, wie man mich nach München transportiert hat, vor allem dagegen, dass mir einfach kein Mensch glaubt. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Geschichte stimmt. Das sagen Sie mir erst jetzt? Bisher haben Sie mir wenig Gelegenheit gegeben, zu Wort zu kommen. Mann, jetzt wird mir besser. Ihr Freund, ist vernommen worden. Er hatte tatsächlich vergessen, die Polizei davon zu verständigen, dass Ihr Wagen wiedergefunden wurde. Er gab auch zu, dass Sie ihn darum gebeten hatten. Ach nee, das rührt mich aber zu Tränen, Inspektor. Hat eben doch einen guten Kern, der Junge. So, und jetzt nach Hause. Ein heißes Bad und dann einen Schweinebraten mit Sauerkraut. Davon habe ich in Spanien schon geträumt. Und Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich es jetzt allein lasse, Inspektor. Doch. Wieso, jetzt, nachdem alles geklärt ist? Es ist noch nicht alles geklärt. Was denn nun noch? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie sich die Sachen an. Bitte sehr. Ist das Ihr Gepäck? Allerdings. Ist es komplett? Oder fehlt was? Sieht wie alles aus. Was ist da drin? Eine Reisedecke. Noch was? Nein. Denken Sie mal nach. Was soll denn noch drin sein? Nichts. Was ist das? Kein Dunst. Ich frage, was das ist, Herr Alnor. Und ich sage, ich weiß es nicht, sehe ich zum ersten Mal. Ein Klavier vermutlich. Schluss jetzt mit Ihren Witzen. Sie haben versucht, Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln. Rauschgift? Haben Sie Rauschgift gesagt? Allerdings. Sie sind wohl verrückt geworden, Inspektor. Ich verbiete mir Ihren Ton! Wollen Sie mir weismachen, Sie hätten das für Schnupftabak gehalten? Ein Kilo Marihuana ist das. Kiff, die typisch miserable Ware, wie man sie in Marokko bekommt. Aber noch gut genug, um hier eine Menge Geld daraus zu machen. Marokko, Kiff, Marihuana, ich werde wahnsinnig. So kommt die Jungfrau zum Kind. Endlich weiß ich Bescheid. Geben Sie sich keine Mühe, Alnor, die Sache ist schiefgegangen. Ich bin ein Idiot. Ein Trotte. Ein hirnverbrannter Schwachkopf. Das stimmt. Ich traue es mich kaum auszusprechen, aber dieses karierte Ding gehört mir überhaupt nicht. Wieso fahren Sie Ihren Wagen mit deutschen Kennzeichen? Ich studiere in Deutschland. Wo? In München, an TH Maschinenbau. Und manchmal auch ein bisschen in Schwabing, Twist, Bossa Nova und so weiter. Ja, und wieso kommen Sie zu einer Karlsruher Autonummer? Weil ich den Wagen in Karlsruhe gekauft habe. Ich habe 2 Semester dort studiert. Und wie lange sind Sie denn schon in München? Ein halbes Jahr. Ja, dann hätten Sie das Kennzeichen aber doch längst umschreiben lassen müssen. Hat Ihnen das niemand gesagt? Nein, kein Mensch. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, will ich es tun. Wo mache ich das? In München oder geht das hier gleich bei Ihnen? Einen Moment bitte. Den Wagen bitte zur Seite. Dahin. Weshalb denn das? Das werden Sie dann schon erfahren. Machen Sie es nicht so spannend. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier die Schlüssel, bitte. Na, 7 sind das. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, sagt der Delinquent im Namen auf dem elektrischen Stuhlplatz. Sie sind ein Spaßvogel, ja? Das hängt von den Umständen ab. Sie heißen Lars Alnor, geboren am 22. April 1941 in Tönder. Ja. Ja, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Weil ich nur 5 Kilometer von der deutschen Grenze zu Hause bin. Bei uns wird fast so viel Deutsch wie Dänisch gesprochen. Ihr Wagen, oder besser gesagt, der Wagen, um den es sich handelt, ist gestohlen, Herr Alnor. Was? Gestohlen? Das ist ein Witz. Wenn es kein Witz ist, dann ist es ein Irrtum. VW, Kennzeichen KA, PM 411. Ja, das ist meine Nummer. Eben. Hier liegt mein Kraftfahrzeugschein. Hier steht groß und breit Lars Alnor.
Was steht hier in meinem Pass ebenfalls, Lars Allen? Ich kann nicht meinen eigenen Wagen gestohlen haben, aber wie stellen Sie sich das vor? Wir müssen uns an die amtlichen Fahndungslisten halten. Ich habe den größten Respekt vor amtlichen Listen. Besonders hier in Deutschland. Sind Sie das? Allerdings. Obwohl ich zugebe, dass mir das Bild ein bisschen schmeichelt. Es identifiziert Sie in keiner Weise. Nehmen Sie Platz. Danke, sagt der Delinquent im Namen auf dem elektrischen Stuhlplatz. Sie sind ein Spaßvogel, ja? Das hängt von den Umständen ab. Sie heißen Lars Alnur, geboren am 22. April 1941 in Tönder. Ja. Ja, wieso sprechen Sie so gut Deutsch? Weil ich nur 5 Kilometer von der deutschen Grenze zu Hause bin. Bei uns wird fast so viel Deutsch wie Dänisch gesprochen. Ihr Wagen, oder besser gesagt, der Wagen, um den es sich handelt, ist gestohlen, Herr Alnur. Was? Gestohlen? Das ist ein Witz. Wenn es kein Witz ist, dann ist es ein Irrtum. VW, Kennzeichen KA, PM 411. Ja, das ist meine Nummer. Eben. Hier liegt mein Kraftfahrzeugschein. Hier steht groß und breit Lars Alnur. Was steht hier in meinem Pass ebenfalls, Lars Alnur? Ich kann nicht meinen eigenen Wagen gestohlen haben, aber wie stellen Sie sich das vor? Wir müssen uns an die amtlichen Fahndungslisten halten. Ich habe den größten Respekt vor amtlichen Listen. Besonders hier in Deutschland. Sind Sie das? Allerdings. Obwohl ich zugebe, dass mir das Bild ein bisschen schmeichelt. Es identifiziert Sie in keiner Weise. Die Person auf dem Bild trägt einen Bart und Sie sind glatt rasiert. Ja, neuerdings. Durch den täglichen Kampf um einen Platz im Hörsaal war ich einem Herzinfarkt nahe. Ich brauchte Erholung. Also fuhr ich nach Spanien. In Spanien ist es heiß. Also nahm ich ein großes Messer. Wupp, und der Bart war ab. Sie können sich gut zu amüsieren. Ganz und gar nicht. Ich habe nur einen Wunsch. Weiterzufahren. Es wird noch etwas dauern. Erst müssen wir die Sache aufklären. Heißt das, dass ich hier so lange warten muss? Allerdings. Das ist doch unmöglich. Bedauere. Der Wagen wird bei uns als gestohlen geführt. Wir sind verpflichtet, der Angelegenheit nachzugehen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Jetzt hört mir die ganze Geschichte ein. Es ist meine Schuld. Oder genauer gesagt, die meines Freundes Harald, ein unzuverlässiges, versoffenes Genie. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Passen Sie mal auf, das war so. Nicht lange vor meiner Abreise hatte ich einen Abend ausgiebig gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich mal rumgezogen bin, von einem Bums ins andere, bis ich mein Klassenziel erreicht hatte und genauso voll wie pleite war. Als ich endlich nach Hause fahren will, ist mein Wagen weg. Gestohlen, geklaut. Wollten Sie in Ihrem Zustand noch Auto fahren? Der Entscheidung wurde ich durch den Eingriff des Schicksals enthoben. Ein paar Freunde fanden mich weinend am Straßenrand. Ich klagte ihnen mein Leid und wir zogen alle zur nächsten Polizeiwache und erstatteten Anzeige. Als ich am nächsten Tag so gegen 3 Uhr nachmittags aufwachte, dämmerte mir, nüchtern bin ich erstaunlich logisch, dass ich mein Vehikel im Laufe der Nacht irgendwo stehen gelassen hatte und zu Fuß weitergezogen war. Geht Ihnen ein Licht auf, meine Herren? Ja, erzählen Sie weiter. Ich zermarterte mir das Gehirn, bis mir der Schweiß ausbrach. Dann wusste ich es. Hauptbahnhof, Goethestraße, da muss es gewesen sein. Dann haben Sie ihn wiedergefunden. Ja, er stand in der Schwanthaler Straße auf dem Parkplatz. Brav wie ein Engel, treu wie Gold und wartet auf mich. Wieso fahren Sie Ihren Wagen mit deutschen Kennzeichen? Ich studiere in Deutschland. Wo? In München, an TH Maschinenbau. Und manchmal auch ein bisschen in Schwabing, Twist, Bossa Nova und so weiter. Ja, und wieso kommen Sie zu einer Karlsruher Autonummer? Weil ich den Wagen in Karlsruhe gekauft habe. Ich habe 2 Semester dort studiert. Und wie lange sind Sie denn schon in München? Ein halbes Jahr. Ja. Dann hätten Sie das Kennzeichen aber doch längst umschreiben lassen müssen. Hat Ihnen das niemand gesagt? Nein, kein Mensch. Aber wenn Ihnen so viel daran liegt, würde ich es tun. Wo mache ich das? In München oder geht das hier gleich bei Ihnen? Einen Moment bitte. Den Wagen bitte zur Seite. Dahin. Weshalb denn das? Das werden Sie dann schon erfahren. Machen Sie es nicht so spannend. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier ist Schlüssel, bitte. Na, 7 sind das. Bitte.
Bitte nehmen Sie Platz. Danke, sagt der Delinquent und nahm auf dem elektrischen Stuhl Platz. Sie sind ein Spaßvogel. Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Denn trotz aller Hilfe durch die Wissenschaft hängt ihre Aufklärung doch in hohem Maße von der mühevollen Kleinarbeit des Kriminalbeamten ab. Von seiner Erfahrung, seinem Instinkt, seiner Menschenkenntnis und nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit. Jeder dieser Gegenstände... Ich stelle die Fragen. Herr Allner ist der Meinung, dass bei Ihnen ein Fräulein Horn beschäftigt ist. Oder war? Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, nur meine Frau und ich. Ich beschäftige keine Sekretärin. Vielleicht eine Buchhalterin oder aushilfsweise. Bedauere. Ich werde verrückt. Hier an diesem Tisch hat sie gesessen. Hier an diesem Schreibtisch sitze ich. Das sehe ich, bin ich blind. Aber damals saß Ingrid hier. Vielleicht haben Sie sich in der Etage geirrt. Oder die Adresse verwechselt. Und Sie sind etwas später reingekommen. Da zur Tür sind Sie reingekommen und haben dort aus dem Aktenschrank was rausgeholt. Tut mir leid, also da muss wirklich, ich weiß nicht was, da muss ein Irrtum vorliegen. Eins ist klar, hier wird gelogen. Der Ansicht bin ich auch. Sie können sich also nicht daran erinnern, dass ich in diesem Raum mit Fräulein Horn gesprochen habe? Nein, wirklich nicht. Ich kenne kein Fräulein Horn. Und meines Wissens sehe ich Sie heute zum ersten Mal. Danke, das genügt mir. Mir aber nicht! Halten Sie den Mund! Bringen Sie ihn runter, ich komme gleich nach. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Aber bitte, das macht doch nichts. Sie können sich Ihre Kundschaft ja nicht aussuchen. Tja, da haben Sie es besser. Und kann dabei auch reinfallen. Ich verstehe nur nicht, warum ausgerechnet wir... Vergessen Sie die Angelegenheit, Herr Baumann. Der Junge hat in seiner Bedrängnis versucht, eine erfundene Ausrede irgendwie zu untermauern. Es tut mir leid, dass Sie damit behelligt wurden. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr für Ihre Auskünfte. Am Freitag habe ich nur Freizeitgestaltung. Tennispartner, Musikliebhaber und einen einsamen weiblichen Bücherwurm. Versuchen wir mal den Donnerstag. Tja, den Donnerstag bitte. Schön. Donnerstag. Bekanntschaften männlich, Bekanntschaften weiblich. Wer würde einsame Dame Anfang 50, aber jünger aussehen? Nein. Gesucht motorisierter Reisebegleiter. Ja, weiter. Von attraktiver junger Dame bei getrennter Kasse. Benzinbeteiligung. Reiseziel Spanien, bitte antworten Sie schnell. Und der SP 1407 an die Redaktion. Ja, das ist sie, das muss sie sein. Wie stand Allnor finanziell? Wissen Sie das, Frau Zander? Er bekam einen monatlichen Scheck aus Dänemark, aber er reichte nie. War er so niedrig? Oh, Herr Inspektor, wie soll man sowas beantworten? Beim einen da ist halt 10 Pfennig wie eine Mark und beim anderen ist eine Mark wie 10 Pfennig. Und wie war es bei Allnor? Ich würde sagen, dass ihm das Geld wie Wasser durch die Finger lief. Meine Mieter sind ja in erster Linie Studenten, Herr Inspektor. Und wenn ich dann nicht sofort kassiere, wenn die Miete von zu Hause kommt, dann habe ich Pech gehabt. Ich möchte nicht von Ihren anderen Mietern hören, Frau Zander, sondern von Allnor. Ist seit 3 Monaten im Rückstand. Eigentlich hätte ich ihn schon längst rausschmeißen sollen. Aber er hat mir versprochen, wenn er von der Reise zurückkommt, wird er alles zahlen und mir noch sogar ein Geschenk mitbringen. Nichts als Schulden und eine Reise nach Spanien. Das sind die jungen Männer von heute. Hat er Freunde? Er brachte eigentlich selten jemand mit. An die einzelnen Gesichter kann ich mich wirklich nicht erinnern. Vor circa 6 Wochen muss an Ihrem Schalter ein ziemlich dickes Kuvert Absender Abendblatt abgeholt worden sein. Und zwar nicht unter dem Namen, sondern unter dem Kind. Der Haussuchung lagen plötzlich diese beiden Marihuana-Zigaretten darin. Man wollte sie damit zur Strecke bringen, aber einen besseren Beweis für ihre Unschuld gab es gar nicht. Tja, aber wie sind die Zigaretten in mein Zimmer gekommen? Charlie, auf Befehl der Chefs natürlich. Er hatte sich unter falschem Namen für eine Nacht bei Frau Zander eingemietet. Als ich seine Anmeldung mit einer seiner Rechnungen aus der Bar verglich, war mir alles klar. Und dank der Rolle, die Sie so glänzend im Pferdetrog gespielt haben, gab Charlie sofort Alarm, genau wie ich es erhofft hatte. Das haben Sie wirklich erstklassig gemacht, Allnor. Vielen Dank. Und wenn es mit meinem Studium schief geht, dann gehe ich zur Kriminalpolizei. Sind die auch in Ordnung? Bei Ihnen muss man aufpassen. Am besten, man überzeugt sich immer selbst. Geben Sie Acht, Herr Brogger. Ich habe prima Beziehung zum Rauschgift jetzt an der Hand.
Das sagen Sie mir erst jetzt? Bisher haben Sie mir wenig Gelegenheit gegeben, zu Wort zu kommen. Mann, jetzt wird mir besser. Ihr Freund, Harald Frese, ist vernommen worden. Er hatte tatsächlich vergessen, die Polizei davon zu verständigen, dass Ihr Wagen wiedergefunden wurde. Er gab auch zu, dass Sie ihn darum gebeten hatten. Ach nee, das rührt mich aber zu Tränen, Inspektor. Hat eben doch einen guten Kern, der Junge. So, und jetzt nach Hause. Ein heißes Bad und dann ein Schweinebraten mit Sauerkraut. Davon habe ich in Spanien schon geträumt. Und Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich es jetzt allein lasse, Inspektor. Doch. Wieso, jetzt, nachdem alles geklärt ist? Es ist noch nicht alles geklärt. Was denn nun noch? Kommen Sie mal mit. Dicker Brief des Abendblatts mit dem Kennwort sonnige Spanien nicht von einer Frau, sondern von einem Mann abgeholt wurde. Und zwar von einem jungen Mann in Ihrem Alter. Legen Sie ein Geständnis ab, Alnor. Ich habe Ihre Geschichte an allen Ecken und Enden nachgeprüft. Sie stimmt nicht. Warum sagen Sie nicht endlich die Wahrheit? Worauf warten Sie noch? Ich sage überhaupt kein Wort mehr. Alnor, ich halte Sie für keinen Schwerverbrecher. Ich glaube, dass Sie Geld brauchten und hofften, es auf schnelle und einfache Weise zu verdienen. Geben Sie es doch zu. Wir müssen wissen, wer Ihre Hintermänner sind. Wo haben Sie das Zeug her? Wie heißt der Mann in Ceuta? Ich war nie in Ceuta. An wen wollten Sie die Ware liefern? Wann? Wo? Das sind alles Dinge, die wir unbedingt wissen müssen, von deren Bedeutung Sie keine Ahnung haben. Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Das ist Ihre letzte Chance. Alnor, ich habe hier im Rauschgiftdezernat Dinge gesehen, die grauenhaft sind. Ich erinnere mich an einen Mann, intelligent, erfolgreich, mit einer herrlichen Fünf-Zimmer-Wohnung. Als ich ihn abholte, stand nicht mehr ein Möbelstück darin. Er lag auf einer alten Matratze, hatte tagelang nichts gegessen. Alles versetzt, alles zum Teufel. Solange er zahlen konnte, kaufte er sich das Rauschgift. Aber als nichts mehr da war, begann er Rezepte zu fälschen, die er bei seinem Arzt gestohlen hatte. Ich könnte Ihnen viele solcher Geschichten erzählen, die alle auf dasselbe hinauslaufen. Meist sind es die Jungen, die in ihrem Unverstand Rauschgifte nehmen. Morphium, Opium, Kokain, Heroin, Marihuana und wie sie alle heißen. Das erste Mal fassen Sie das als einen Scherz auf. Aber glauben Sie mir, Alnor, es ist kein Scherz. Denn es bleibt meist nicht bei dem einen Mal. Bis dann der Moment kommt, wo sie es nicht mehr lassen können. Und dann ist es passiert. Es sind schwache, erbarmungswürdige Geschöpfe, diese Süchtigen. Und sie tun mir aufrichtig leid. Aber die Leute, die daraus ein Geschäft machen, die mit dem Zeug handeln und aus der Sucht ihrer armen Opfer ein Vermögen schlagen, die verabscheue ich. Da kenne ich keine Gnade. Wollen Sie mir nicht endlich die Wahrheit sagen, Alnor? Wie Sie wollen. Sie waren nie in Ceuta, haben Sie gesagt? Allerdings. Wie kommt denn der marokkanische Stempel in Ihrem Pass? Puerto de Ceuta. Schmidt, führen Sie Alnor ab. Vielleicht ist der Kerl raffinierter, als wir glauben. Also? Wenn er mich in die Pension gelockt hat, um seine Leute zu warnen, dann hat er noch keine Garantie, ob ihm das gelungen ist. Wenn aber Baumann mit von der Partie ist... Hat Alnor mit der Szene im Büro alles erreicht, was er wollte? Genau. Wenn wir zurück sind, setzen Sie noch mal einen Mann auf Baumann an. Lassen Sie ihn Tag und Nacht beobachten. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Jetzt fällt mir die ganze Geschichte ein. Es ist meine Schuld. Oder genauer gesagt, die meines Freundes Harald, ein unzuverlässiges, versoffenes Genie. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Passen Sie mal auf, es war so. Nicht lange vor meiner Abreise hatte ich einen Abend ausgiebig gefeiert. Ich weiß nicht mehr, wo ich mal rumgezogen bin, von einem Bums ins andere, bis ich mein Klassenziel erreicht hatte und genauso voll wie pleite war. Als ich endlich nach Hause fahren will, ist mein Wagen weg. Gestohlen, geklaut. Wollten Sie in Ihrem Zustand doch Auto fahren? Der Entscheidung wurde ich durch den Eingriff des Schicksals enthoben. Ein paar Freunde fanden mich weinend am Straßenrand, ich klagte ihnen mein Leid und wir zogen alle zur nächsten Polizeiwache und erstatteten Anzeige. Als ich am nächsten Tag so gegen 3 Uhr nachmittags aufwachte, dämmerte mir, nüchtern bin ich erstaunlich logisch, dass ich mein Vehikel im Laufe der Nacht irgendwo stehen gelassen hatte und zu Fuß weitergezogen war. Geht Ihnen ein Licht auf, meine Herren? Ja, erzählen Sie weiter. Ich zermarterte mir das Gehirn, bis mir der Schweiß ausbrach. Dann wusste ich es. Hauptbahnhof, Goethestraße, da muss es gewesen sein. Da haben Sie ihn wiedergefunden. Ja, er stand in der Schwanthaler Straße auf dem Parkplatz. Brav wie ein Engel, treu wie Gold und wartete auf mich. Mhm.
Am Abend vor meiner Abreise fiel mir plötzlich ein, dass es die Polizei vielleicht interessiert, dass ich meine Luxuslimousine wiedergefunden hatte. Genauer gesagt, dass sie gar nicht gestohlen war. Und? Ich bat meinen Freund Harald Frese, mir die Sache abzunehmen und bei der Polizei Bescheid zu sagen. Das hat er natürlich verschwitzt. Mit dem Resultat, dass meine Wagennummer in die Fahndungsliste gekommen ist und ich jetzt hier sitze. Ja, warum haben Sie uns diese Geschichte nicht gleich erzählt, Herr Alnor? Schlagen Sie mich tot. Sie ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, wir werden Ihre Angaben nachprüfen und wenn sie stimmen, ist ja alles in Ordnung. Heißt das, dass ich immer noch nicht weiterfahren kann? Allerdings. Das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Ausländer. Ich werde mich bei meinem Konsul beschweren. Darin wird Sie niemand hindern. Trotzdem muss ich Sie für vorläufig festgenommen erklären, Herr Alnor. Oder wie Sie sonst heißen mögen. Nicht mehr tun, als immer wieder den wahren Sachverhalt herunterleiern. Der Wagen gehört mir. Mühselig genug habe ich ihn abgestottert. Jeden Kotflügel, jede verrußte Zündkerze. Aber diese Leute an der Grenze sind ja nicht ansprechbar, keine Ohren und im Kopf nichts als Paragraphen. Sind Sie fertig? Noch lange nicht. Ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere! Wogegen? Gegen alles. Gegen die Behandlung, gegen die Verpflegung, gegen die Art, wie man mich nach München transportiert hat, vor allem dagegen, dass mir einfach kein Mensch glaubt. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Geschichte stimmt. Das hat er natürlich verschwitzt. Mit dem Resultat, dass meine Wagennummer in die Fahndungsliste gekommen ist. Und ich jetzt hier sitze. Ja, warum haben Sie uns diese Geschichte nicht gleich erzählt, Herr Alnor? Schlagen Sie mich tot. Sie ist mir jetzt erst eingefallen. Ja, wir werden Ihre Angaben nachprüfen. Und wenn sie stimmen, ist ja alles in Ordnung. Heißt das, dass ich immer noch nicht weiterfahren kann? Allerdings. Das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Ausländer. Ich werde mich bei meinem Konsul beschweren. Darin wird Sie niemand hindern. Trotzdem muss ich Sie für vorläufig festgenommen erklären, Herr Alnor. Oder wie Sie sonst heißen mögen. Nicht mehr tun, als immer wieder den wahren Sachverhalt herunterleiern. Der Wagen gehört mir. Mühselig genug habe ich ihn abgestottert. Jeden Kotflügel, jede verrußte Zündkerze. Aber diese Leute an der Grenze sind ja nicht ansprechbar, keine Ohren und im Kopf nichts als Paragraphen. Sind Sie fertig? Noch lange nicht. Ich protestiere, ich protestiere, ich protestiere! Wogegen? Gegen alles. Gegen die Behandlung, gegen die Verpflegung, gegen die Art, wie man mich nach München transportiert hat, vor allem dagegen, dass mir einfach kein Mensch glaubt. Wir haben inzwischen festgestellt, dass Ihre Geschichte stimmt. Das sagen Sie mir erst jetzt? Bisher haben Sie mir wenig Gelegenheit gegeben, zu Wort zu kommen. Mann, jetzt wird mir besser. Ihr Freund, Harald Frese, ist vernommen worden. Er hatte tatsächlich vergessen, die Polizei davon zu verständigen, dass Ihr Wagen wiedergefunden wurde. Er gab auch zu, dass Sie ihn darum gebeten hatten. Ach nee, das rührt mich aber zu Tränen, Inspektor. Hat eben doch einen guten Kern, der Junge. So, und jetzt nach Hause. Ein heißes Bad und dann ein Schweinebraten mit Sauerkraut. Davon habe ich in Spanien schon geträumt. Und Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie jetzt allein lasse, Inspektor? Doch. Wieso, jetzt, nachdem alles geklärt ist? Es ist noch nicht alles geklärt. Was denn nun noch? Kommen Sie mal mit. Sehen Sie sich die Sachen an. Bitte sehr. Ist das Ihr Gepäck? Allerdings. Ist es komplett? Oder fehlt was? Sieht wie alles aus. Was ist da drin? Eine Reisedecke. Noch was? Nein. Denken Sie mal nach. Was soll denn noch drin sein? Nichts. Was ist das? Kein Dunst. Ich frage, was das ist, Herr Alnor. Und ich sage, ich weiß es nicht. Sehe ich zum ersten Mal. Ein Klavier vermutlich. Schluss jetzt mit Ihren Witzen. Sie haben versucht, Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln. Ach, Herr Alnor,
Ja, Sie sind's? Ja, das ist das Einzige, worüber kein Zweifel besteht. Und warum kommen Sie da so reingeschlichen? Ohne ein Wort? Ich komme nicht reingeschlichen, Frau Zander. Wenn ich schleiche, würden Sie mich bestimmt nicht hören. War's schön in Spanien? Wo haben Sie denn Ihr Gepäck? Versetzt, Frau Zander. In einem spanischen Leihhaus versetzt. Ach. Das Auto auch. Alles versetzt. Und das Geld mit Ava Gardner, Frank Sinatra versoffen. Zu Fuß bin ich zurückgekommen. Und dieser freundliche Herr fand mich am Straßenrand und war so liebenswürdig, mich das letzte Stück mitzunehmen. Ja, dann möchte ich nicht länger stören. Entschuldigen Sie. Treten Sie ein in das Luxus-Apartment. 150 Mark verlangt Irene für dieses Loch und noch 20 Mark dafür, dass nicht geheizt ist. Neben zu den lebenden Studenten von den Verhungerten bekommt ihr es nicht mehr. Was sehen Sie vor, Inspektor? Das Lotterbett Ludwig des 16. oder diesen Fauteuil aus dem Nachlass der Hohenzollern? Waren karge Menschen, die Preußenkönige. Karg, aber gerecht gegen jedermann. 3:10. Wie pünktlich die Dame ist, kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ich mir Marihuana abhole, für das ich bestenfalls 100 Mark bezahlt habe und 10.000 draus machen will, bin ich pünktlich. Sie vielleicht, aber Ingrid? Um uns die Zeit zu vertreiben, sollten wir ein kleines Spielchen spielen. Dritten abschlagen? Blinde Kuh? Was schlagen Sie vor? Ich will mal so tun, als ob Ihre Ingrid wirklich existiert. Und Sie dürfen Ihre Fantasie freien Lauf lassen und mir von ihr erzählen. Wie haben Sie sie kennengelernt? Na los, warum reden Sie nicht? Durch eine Annonce. Originell. Im Abendblatt. Wer hat annonciert, Sie oder die Dame? Ingrid, sie suchte einen Begleiter für eine Reise nach Spanien, einen motorisierten Reisebegleiter, um ganz genau zu sein. Und da Sie auch gerade die Absicht hatten, ein bisschen nach Spanien falsch zu fahren? Ich lese ganz einfach leidenschaftlich gern Annoncen. Rüstige 85-Jährige sucht Partner für Freizeitgestaltung, Pudel entflogen, Kanarienvogel entlaufen, bis zum Trost für einsame Alte. Sie haben also die Annonce beantwortet. Ich lag hier auf dem Lotterbett und besah mir wehmütig die hübschen Bilder da und fror. Ich dachte, in Spanien ist es jetzt garantiert warm. Da wollte ich's wissen. Und haben sich hingesetzt und geschrieben? Hm? Wohin? An die Zeitung. Die Annonce war unter Chiffre. Das habe ich mir gedacht. Scharfsinnig. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich die Chiffrenummer noch weiß, dann muss ich das zu meinem Bedauern verneinen, Herr Inspektor. Das habe ich mir auch gedacht. Für Nebensächlichkeiten haben Sie kein Gedächtnis. Da bin ich schon dahinter gekommen. Wahrscheinlich wissen Sie nicht mal mehr, wann die Annonce erschienen ist. Keine Ahnung. Vielleicht können wir es gemeinsam rekonstruieren. Wie lange waren Sie in Spanien? Ist Ihnen das zufällig noch gegenwärtig? 4 Wochen. Na also. Und kurz vor Antritt der Reise war die Annonce erschienen. Nur ein paar Tage vorher? Ja. War das nicht alles sehr überstürzt? Ich bin impulsiv und schnell von Entschluss. Und dass Sie mitten im Semester waren, hat Sie auch nicht gestört? Mein Impuls ist nicht semestergebunden. Na, dann blieb Ihnen keine Wahl, dann mussten Sie fahren. Wie ging es weiter? Wahnsinnig! So kommt die Jungfrau zum Kind. Endlich weiß ich Bescheid. Geben Sie sich keine Mühe, Alnor, die Sache ist schiefgegangen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Ein hirnverbrannter Schwachkopf. Das stimmt. Ich trau's mich kaum auszusprechen, aber dieses karierte Ding gehört mir überhaupt nicht. Was Sie nicht sagen. Ich habe Sie doch vorhin ausdrücklich gefragt, ob die Sachen Ihnen gehören. Ingrid gehört, der schönen Ingrid. Und wer ist das, wenn man fragen darf? Meine Reisebegleiterin. Soviel mir bekannt ist, waren Sie allein im Wagen. War ich auch klar, weil das Luder in Innsbruck ausgestiegen ist. Das nenne ich Pech. Moment, mein Inspektor. Wie spät ist es jetzt? 2:40 und Dienstag auch heute, stimmt's? Allerdings. Inspektor, in 40 Minuten. Können Sie diese junge Dame kennenlernen? Es liegt einzig und allein an Ihnen. Dann können Sie verhaften, hinrichten, viertern, was Sie wollen. Obwohl sie eine verdammt hübsche Person ist. Sie haben eine blühende Fantasie, junger Mann. Vielleicht, aber Ingrid ist echt so echt wie Sie und ich. Und heute gegen 3 Uhr nachmittags kommt sie höchstpersönlich zu mir in die Pension, um sich ihr hübsches Wolldeckchen abzuholen. Kommen Sie, wir dürfen uns nicht verspäten. Ich glaube Ihnen kein Wort. Brauchen Sie auch nicht, ich bin Pragmatiker. Sie sollen nicht glauben, Sie sollen sehen. Na schön, wir fahren jetzt zu Ihnen in die Pension. Bravo! Nicht, weil ich dort Ihre Ingrid dann treffen werde, sondern weil ich mir Ihre Bude sowieso mal ansehen möchte. Thank you.
Schlüsseltelefon. Hier bitte. Herr Alnor! Ja, Sie sind's? Ja, das ist das Einzige, worüber kein Zweifel besteht. Und warum kommen Sie da so reingeschlichen? Ohne ein Wort? Ich komme nicht reingeschlichen, Frau Zander. Wenn ich schleiche, würden Sie mich bestimmt nicht hören. War's schön in Spanien? Na, wo haben Sie denn Ihr Gepäck? Versetzt, Frau Zander. In einem spanischen Leihhaus versetzt. Ach. Das Auto auch. Alles versetzt. Und das Geld mit Ava Gardner, Frank Sinatra. Was ist das? Kein Dunst. Ich frage, was das ist, Herr Alnor. Und ich sage, ich weiß es nicht, sehe ich zum ersten Mal. Ein Klavier vermutlich. Schluss jetzt mit Ihren Witzen. Sie haben versucht, Rauschgift nach Deutschland zu schmuggeln. Rauschgift? Haben Sie Rauschgift gesagt? Allerdings. Sie sind wohl verrückt geworden. Ich verbiete mir Ihren Ton! Wollen Sie mir weismachen, Sie hätten das für Schnupftabak gehalten? Ein Kilo Marihuana ist das. Kiff, die typisch miserable Ware, wie man sie in Marokko bekommt. Aber noch gut genug, um hier eine Menge Geld daraus zu machen. Marokko, Kiff, Marihuana, ich werde wahnsinnig. So kommt die Jungfrau zum Kind. Endlich weiß ich Bescheid. Geben Sie sich keine Mühe, Alnor, die Sache ist schiefgegangen. Ich bin ein Idiot. Ein Trottel. Ein hirnverbrannter Schwachkopf. Das stimmt. Ich traue es mich kaum auszusprechen, aber dieses karierte Ding gehört mir überhaupt nicht. Was will ich sagen? Ich habe Sie doch vorhin ausdrücklich gefragt, ob die Sachen Ihnen gehören. Ingrid gehört, der schönen Ingrid. Und wer ist das, wenn man fragen darf? Meine Reisebegleiterin. Soviel mir bekannt ist, waren Sie allein im Wagen. War ich auch klar, weil das Lud in Innsbruck ausgeschickt hat. Ihnen mein Leid und wir zogen alle zur nächsten Polizeiwache und erstatteten Anzeige. Als ich am nächsten Tag, so gegen 3 Uhr nachmittags, aufwachte, dämmerte mir, nüchtern bin ich erstaunlich logisch, dass ich mein Vehikel im Laufe der Nacht irgendwo stehen gelassen hatte und zu Fuß weitergezogen war. Geht Ihnen ein Licht auf, meine Herren? Ja, erzählen Sie weiter. Ich zermarterte mir das Gehirn, bis mir der Schweiß ausbrach. Dann wusste ich es. Hauptbahnhof, Goethestraße, da muss es gewesen sein. Und dann haben Sie ihn wiedergefunden. Ja, er stand in Schwanthaler Straße auf dem Parkplatz. Brav wie ein Engel, treu wie Gold und wartete auf mich. Am Abend vor meiner Abreise fiel mir plötzlich ein, dass es die Polizei vielleicht interessiert, dass ich meine Luxuslimousine wiedergefunden hatte. Genauer gesagt, dass sie gar nicht gestohlen war. Und? Ich bat meinen Freund Harald Frese, mir die Sache abzunehmen und bei der Polizei Bescheid zu sagen. Das hat er natürlich verschwitzt. Mit dem Resultat, dass meine Wagennummer in die Fahndungsliste gekommen ist. Und ich jetzt hier sitze. Ja, warum haben Sie uns diese Geschichte nicht gleich erzählt, Herr Alnor? Schlagen Sie mich tot. Sie ist mir jetzt erst eingefallen. Hier, wir werden Ihre Angaben nachprüfen. Und wenn sie stimmen, ist ja alles in Ordnung. Heißt das, dass ich immer noch nicht weiterfahren kann? Allerdings. Das ist Freiheitsberaubung. Ich bin Ausländer. Ich werde mich bei meinem Konsul beschweren. Darin wird Sie niemand hindern. Trotzdem muss ich Sie für vorläufig festgenommen erklären, Herr Alnor. Oder wie sie sonst heißen mögen. Bis Algeciras. Das war das Südlichste. Wenn Sie schon mal da unten waren, warum haben Sie nicht einen Abstecher nach Gibraltar gemacht oder Marokko? Nach Ceuta zum Beispiel. Marokko interessiert mich nicht. Und Ihre Reisebegleiterin, ist die vielleicht nach Marokko gefahren? Ja, die war 2 Tage drüben. 3 Uhr durch, das wär's, gehen wir. Ich habe doch gesagt, dass Ingrid nicht die Seele der Pünktlichkeit ist. Na schön, geben wir noch eine Gnadenfrist. Ich habe sowieso noch ein paar Fragen an Sie. Wo hat Ihre charmante Begleiterin Sie angeblich verlassen? Mein Innsbruck. Ach stimmt, das sagten Sie ja schon. Und warum? Sie erinnerte sich, dass eine Schulfreundin von ihr dort verheiratet ist. Die wollte sie besuchen. Das ist ihr so plötzlich eingefallen? Ja, ganz plötzlich, aus heiterem Himmel. Sie nahm ihr Gepäck, das heißt, bis auf das verdammte karierte Ding und ging auf ihren hübschen Beinen davon. Wie heißt sie eigentlich? Mit vollem Namen, meine ich. Ingrid. Ingrid Horn. Wohnhaft? Hier, in München. Adresse? Weiß ich nicht. Sie fahren 4 Wochen mit einer Frau durch halb Europa und wissen nicht einmal, wo sie wohnt? Es gibt viel wichtigere Dinge, die ich von ihr nicht weiß, die mich viel brennender interessiert haben. Was versprechen Sie sich von Ihrer Taktik, Alnor? Taktik, Taktik! Ich kann Ihnen den Mund halten, wenn Ihnen das lieber ist.
Sekretärin ist sie, das weiß ich zufällig genau. Sie sprechen ja wieder mit mir. Ich weiß sogar, wo sie arbeitet. In einem Immobilienmaklerbüro. In der Elisabethstraße. Nummer? 14a, erster Stock links. Name des Maklers? Baumann. Eine erstaunlich präzise Auskunft für Ihre Verhältnisse. Ich habe Inge dort einmal abgeholt. Und da Sie bekanntermaßen so ein phänomenales Gedächtnis haben, haben Sie sich Name, Adresse, Stockwerk und sogar die Flurseite unauslöschlich eingeprägt. Weil mein Zahnarzt, bei dem ich wochenlang in Behandlung war, im Stockwerk darüber wohnt. Was für ein glücklicher Zufall. So, und jetzt gehen wir. Wohin? Herrn Baumann einen Besuch abstatten. Baumann? Ja, Elisabethstraße 14a, erster Stock links. Erinnern Sie sich. Kommen Sie. Die Herren möchten dich sprechen. Herr Baumann? Ja, bitte. Mein Name ist Burger, Kriminalpolizei. Mein Mitarbeiter Hertel und das ist Herr Allnor. Wir kennen uns ja. Sie wünschen. Aber nehmen Sie doch erst mal Platz. Danke. Wir wollen Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen über Fräulein Ingrid Horn stellen. Über wen bitte? Ingrid Horn. Entschuldigen Sie, aber ich kann mich im Augenblick nicht erinnern. Wer? Ihre Sekretärin. Meine Sekretärin? Oder frühere Sekretärin. Da muss irgendein Irrtum vorliegen. Ich kenne kein Fräulein Horn. Jetzt schlägt's aber 13. Den Wagen bitte zur Seite. Dahin. Weshalb denn das? Das werden Sie dann schon erfahren. Machen Sie es nicht so spannend. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Hier ist Schlüssel, bitte. Na, 7 sind das. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, sagt der Delinquent im Namen auf dem elektrischen Stuhlplatz. Sie sind ein Spaßvogel. Nicht jeder darf, so wie wir das jetzt tun, eines der Kriminalmuseen betreten, die sich in einigen deutschen Großstädten befinden. Sie wurden eingerichtet, um jungen Justiz- und Polizeibeamten zu zeigen, wie die moderne Kriminalistik diese stummen Zeugen von Verbrechen zum Reden bringt. Denn trotz aller Hilfe durch die Wissenschaft hängt ihre Aufklärung doch in hohem Maße von der mühevollen Kleinarbeit des Kriminalbeamten ab. Von seiner Erfahrung, seinem Instinkt, seiner Menschenkenntnis und nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit. Jeder dieser Gegenstände hat einmal eine Rolle gespielt in dem unaufhörlichen Kampf, den die Polizei gegen das Verbrechen führt. Alle hier ausgestellten Einbruchswerkzeuge, Gaunerrequisiten, Waffen und Mordinstrumente standen einmal im Mittelpunkt eines Verbrechens und haben zur Überführung der Täter beigetragen. Von einem dieser Fälle wollen wir Ihnen berichten. Natürlich haben wir dabei alle Personen und Ortsnamen so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die tatsächlichen Vorgänge möglich sind. Heute berichten wir Ihnen die... Drei, so viel ich sehen kann. Ja, stimmt. Eberhard Sattler aus Schweinfurt, ein Stammgast. Kam nachts um 12 direkt vom Bahnhof, blieb nur eine Nacht. Ich fragte, ob er ein Stammgast ist. Nein. Wieso kam er zu Ihnen? Jemand, der spät abends ankommt und frühmorgens weiterfährt, übernachtet doch lieber in der Nähe des Bahnhofs und nicht in Schwabing. Ich hatte dem Zimmernachweis durchgegeben, dass ich noch ein Zimmer frei habe. Aha.
Heinrich Henn aus Ingolstadt, wer ist das? Ja, den kenne ich, der wohnt jedes Mal bei mir, wenn er in München ist. Vertreter in Strickmoden, kommt immer mit seinen ganzen Musterkoffern, bleibt nie länger als eine Nacht. Welches Zimmer hat er? Die 7, gegenüber von Herrn Allner. Anna Alameddin, Staatsangehörigkeit Marokko. Ja, das ist eine hochinteressante Person, sehr begabte Malerin. Hat sie schon öfter bei Ihnen gewohnt? Nein. Wie ist sie zu Ihnen gekommen? Ich weiß es nicht. Ist sie wieder abgereist? Nein, ich glaube sogar, dass sie da ist. Ach, dann würde ich Sie gerne mal sprechen. Bitte. Ja? Frau Alameddin? Ja, bitte? Frau Alameddin, Herr Brugger hätte gerne ein paar Fragen an Sie gestellt. Erst von der Polizei. Aha. Ja, bitte? Ich ersehe aus Ihrer Anmeldung, dass Sie Marokkanerin sind. Allerdings. Sie haben das Formular ein bisschen, gelinde gesagt, flüchtig ausgefüllt. Wirklich? Kein Geburtsdatum. Ja, die deutsche Polizei ist nicht sehr galant. Ich werde Ihnen das Gegenteil beweisen und diesbezüglich keine Fragen stellen. Aber auch der Wohnort ist nicht ausgefüllt. Ach, das muss ich übersehen haben. Ich lebe in Ceuta. Sind Sie von Ceuta direkt nach München hier in die Pension gekommen? Nein, ich habe 2 Nächte vorher bei meinen Freunden übernachtet. Warum sind Sie umgezogen? Ich wollte die Gastfreundschaft nicht länger beanspruchen. Darf ich den Namen und die Adresse Ihrer Freunde wissen? Das hat keinen Sinn, die sind gestern verreist. Trotzdem. Also bitte, die wohnen Hirschparkstraße 20 und heißen Haschisch. Haschisch? Nomen est omen. Was soll das heißen? Nichts. Sie sprechen übrigens ungewöhnlich gut Deutsch. Ja, ich bin in Hamburg geboren. Und wieso sind Sie Marokkanerin? Durch Heirat, aber können Sie mir erklären, was diese vielen Fragen zu bedeuten haben? Das darf ich leider nicht. Weshalb sind Sie nach München gekommen? Ich bin Malerin, ich bemühe mich hier um eine Ausstellung. Haben Sie Ihre Bilder hier in der Pension? Nein, die kommen in ein paar Tagen. Ich selbst bin geflogen, aber die Bilder, die werden per Bahn geschickt. Nur noch eine einzige Frage. Wie sind Sie auf die Pension Zander gekommen? Wer hat sie Ihnen empfohlen? Niemand. Ich bin die Straße entlang gegangen und dann habe ich das Schild gesehen. Genügt Ihnen das? Vollauf. Im Moment jedenfalls. Ich bedauere, dass ich Sie bemüht habe. Vielen Dank. Keine Ursache.